Herzlich willkommen zum Hack the Planet Podcast mit Daniel Kirsten Pfad vom Schrankmonster-Blog. Und mit Andreas Heil vom Hack the Planet Blog. Einsatz verpasst. Ja, Einsatz verpasst. Und heute mit Neuigkeiten bei uns und GeForce Now und Startjahr Spiele-Streaming. Zum Beispiel Cyberpunk 2077, wie wir das letzte Woche schon angeteasert haben. Ja, genau. Was gibt's Neues? Fangen wir damit an. Genau, fangen wir mal an. Wir haben heute das allererste Mal für alle, die das jetzt nachträglich hören und nicht gerade live. Wir streamen quasi live die Pre-Show und die Aufnahme und die Post-Show von mir aus. Gibt es jetzt einen Link? Ich habe den heute mal eben getwittert und habe den auch im Discord mal gepostet für alle, die jetzt während ganz normalen Arbeitszeiten, denen zufällig langweilig ist, die können da zuhören. Anscheinend gibt es auch einen Zuhörer, sagt hier mein System. Das machen wir zukünftig mal öfters, bis wir eine gewisse Menge an Zuhörern haben und dann verschieben wir das alles in den Community-Bereich, der jetzt noch nicht für alle zugänglich ist, genau. Aber bis da genügend Leute drin sind, posten wir das Ding erstmal einfach öffentlich, ne, bis da genügend Leute drauf sind. Ist ja alles noch zum Testen, also dilettantisch, wie wir das ja immer machen. Aber klappt anscheinend schon ganz gut. Mhm. Der Twitch hat man ja auch vor, aber bei Twitch ist mir auch aufgefallen, da muss ich mal irgendwas mit dem Licht machen hier. Ich bin sehr stockduster. Und wer will denn schon meinen redenden Kopf sehen? Aber der Vorteil wäre halt tatsächlich, dass man was zeigen könnte. Ne? Wir haben ja mal ab und zu oder relativ häufig sogar solche Sachen. Wo man gerne mal drauf pointen würde. Aber jetzt gucken wir mal, wie das mit dem Livestream klappt und wie das... Genau. Ding. Weil wir nehmen ja immer so ein bisschen kurz entschlossen, was die Termine angeht, auf. Da hängt bei dir ein bisschen vom Terminkalender ab und bei mir natürlich auch von Terminkalender, Vorlesungen, Kindern etc. Immerhin klappt's. Also. Klappt. Zum vierten Mal in Folge. Und müssen wir überlegen, wie wir das Ding eigentlich veröffentlichen. Können wir mal in die Runde fragen. Hinterlassen uns doch einfach mal einen Kommentar oder im Discord, wann wir das Ding veröffentlichen sollen. Sobald fertig oder irgendwie 12 Uhr nachts sonntags. Ich glaube, der Auf eine Flasche Bier Podcast, ne, da kommt immer, oder der Spieleveteran Podcast, da kommt immer sonntags nachts um 12, drücken die auf den Release-Button. Die verdienen damit aber, soweit ich das verstehe, auch ihr Geld. Ja, die machen das professionell und verdienen damit ihr Geld. Ist übrigens ein total cooler Podcast, wo wir mal drüber, oder allgemein über Podcasts, die wir hören, können wir irgendwann mal in einer Folge drüber sprechen. Bevor wir jetzt schon abschweifen, Community-Feedback. Mhm. Celina ist im Discord und freut sich, dass wir wieder häufiger kommen. Und da war ja noch keine große Masse an Zuhörern haben, ja, freut man sich natürlich über jeden Kommentar und deswegen dachte ich, nennen wir dich mal hier. Woher weißt du, dass das eine sie ist? Habe ich sie gesagt? Er oder sie? Genau. Verrat uns doch mal, wer hinter Celina steckt, wenn du das hörst. Aber wir freuen uns über jeden Kommentar und deswegen dachte ich, erwähnen wir dich mal. Ja, mich interessiert, welch Wahnsinn einen zu uns treibt. Ja, genau, vor allem scheint das ja ein Zuhörer /in zu sein, der die uns früher schon gehört hat und dann ganz knallhart die Pause durchgestanden hat und sich jetzt eben wieder freut, dass wir das wieder öfters machen. Oh, treue Zuhörerinnen, also, genau, sind uns am liebsten. Genau, coole Sache. Ja, bei uns muss man aber auch Durchhaltevermögen haben, solange wie wir Pause gemacht haben. Aber jetzt sind wir ja wieder dran. Genau, nachdem das Equipment stimmt und die Qualität, apropos Equipment, wollte ich dir noch erzählen. Ich habe letzte Woche, wo wir fertig waren, einmal hier komplett abgeräumt, weil, wie ja alle wissen, haben wir diese, du ja auch, ne, noch das Erdungsband an diesem Xenix 302. Ja, genau. Ich hatte auch dran, ne? Und ich räume schön meinen Kopfhörer weg in die Box und stehe auf und düst los aus dem Büro raus und vergesse dieses Erdungsarmband und räume damit, ne? Da ist also eine Krokodilsklemme, die an dem Interface dran ist und räumt das Ding ab, samt Kopfhörer, samt Telefon, was auf dem Tisch steht. Da ist so ein riesen schreckliches Kabel, wie aber gerade, weil das noch nicht hergerichtet ist. Also da hängen so USB-Kabel en masse und Telefonkabel, alles so durcheinander. Und diesen ganzen Wulst an Hardware hat es dann so von meinem Tisch gefegt. Oh! Und ich hatte es eigentlich eilig, ne? Und dann habe ich erstmal alles da schnell wieder auf den Tisch gelegt. Da lag, ich weiß nicht, die Reinigungsfachkraft, die hier wahrscheinlich mal durchräumt, ne? Die muss ja auch gedacht haben, was von Spinner hier gewütet hat im Büro. Ja, aber ich habe morgen erstmal wieder so ein bisschen Ordnung eben im Büro gemacht. Aber funktioniert noch alles, ne? Die Hardware hat es unbeschadet
Ja, die ist auch gleich unkaputtbar, ne? Wenn du da nicht wirklich eine Sache abbrichst oder so. Aber selbst das halte ich für, glaube ich, da kannst du mit dem Auto drüber fahren über das Ding. Mhm. Genau, also das klappt eigentlich. Aber so ein paar Funktionen hat das schon noch zu wenig, was ich eigentlich noch gerne hätte. Aber das ist mir auch alles zu viel Hardware. Ich will das eigentlich alles in Software. Und ja, also ich habe ja den größeren Bruder von dem Ding zu Hause noch stehen. Dieses, ich überlege gerade, 802 oder 502 ist es. Muss ich selber mal nachgucken. Das hat ja mehrere Eingänge, also gerade für diese Mikrofone. Und ich habe ja dann zu Hause tatsächlich das Rode Procaster-Mikrofon. Und ich habe ja noch mal so einen Kopfhörer, ne, von, glaube ich, auch von Behringer. Und muss ich nochmal nachgucken, welcher das überhaupt ist, weil es eigentlich ein super Kopfhörer ist, den ich die ganze Zeit schon testen möchte. Aber ich kriege es nicht ordentlich hin, in diesem Interface zwischen den beiden Geräten umzuschalten. Also ein Gerät geht immer nicht. Ja? Und ich möchte ja nicht jedes Mal den Stecker umstecken. Habe ich aber auch zugegebenermaßen noch nicht genügend Zeit investiert. Mit Windows machst du das? Ja, ich mache das mit Windows, aber ist auch schon eine Weile her. Ja, ich habe, kann ich ja vielleicht jetzt mal erzählen, ja, ich habe auch Audio-Routing-Erfahrung mit Windows sammeln müssen, gezwungenermaßen. Also für dieses Streaming, was ich mache für Lucky Five, wenn ich da quasi Bus fahre, dann habe ich ja auch Audio-Routing-Probleme gehabt. Okay. Und da gibt's, habe ich auch Geld ausgegeben, da gibt's von diesem VB Audio, gibt's diese virtuellen Kabel, Audio-Kabel. Mhm. Und vor allem gibt es auch mit so Software, die heißen nach Lebensmitteln, Banane und Kartoffel. Und das sind tatsächlich brauchbare Mischpulte, Sachen, die in Windows eingebaut sein sollten normalerweise, weil die können Sachen. Also stell dir das einfach mal so vor, du kannst dir so ein virtuelles Audiokabel installieren. Da gibt es irgendwie bis zu 4 Stück oder so kannst du dir installieren. Dann hast du 4 virtuelle Audio-Interfaces und die kannst du verteilen. Also kannst du zum Beispiel dem Teamspeak oder dem Discord sagen, du gehst auf dieses Audio-Interface. Und in einem anderen Programm sagst du, du gehst auf das. Deinem Desktop sagst du, du gehst auf das Audio-Interface. Auf das virtuelle. Und dann nimmst du dir ihre Software, ihr Mischpult, sozusagen ihre Mischpult-Software und kannst dann diese ganzen Interfaces zusammenmischen zu einem Ergebnis und kannst die frei umherrouten. Und das ist sehr, sehr einfach. Also erschreckend einfach. Und das würde ich pack's auch gleich mal in die Shownote von VB Audio. Das ist für solche Windows-Angelegenheiten ist das extrem gut. Also du hast virtuelle Audio-Interfaces, kannst frei zwischen denen umschalten, kannst beliebige Dinge damit Audio-Routing seitig machen, ohne dass du Hardware brauchst. Also es ist wirklich, wirklich gut. Sehr coole Geschichte. Kostet ist gut ausgegebenes Geld. Kostet einmal Geld, ist kein Abo oder so. Einmal heißt aber pro Rechner. So ein virtuelles Kabel habe ich tatsächlich auf meinem Laptop installiert, weil ich auch mal so ein Problem hatte mit diverse Software zusammenstöpseln. Das hat ganz gut geklappt. Muss ich nochmal raussuchen, welche Software das war. Habe ich leider gar nicht im Kopf. Habe ich auch komplett vergessen, bis zu dem Punkt, wo du das gerade erwähnt hattest. Weil du hattest mal erzählt, wie du das am Mac machst, weil der Mac kann ja solche Dinge von Haus aus, dieses Routing. Genau, und da hat das an der Stelle ganz gut geklappt. Ist halt auf dem Mac auch dann nicht so intuitiv, wie das mit diesem virtuellen Audio-Cable-Zeug ist. Es gibt ja auf dem Mac auch Software, wo das intuitiver ist. Von Rook am Möba. Ich weiß gar nicht, wie das ausgesprochen wird. Das packe ich auch mal mit rein. Also da gibt es auch Audio-Software, die ist aber ungleich teurer für macOS. Kann dafür aber auch lustiges Zeug. Genau, jetzt haben wir noch einen Audio-Ausflug gemacht. Aber ich verstehe jetzt übrigens auch gerade, warum du gelacht hast wegen den Neuigkeiten. Ja. Okay. Ich fange mal an. Genau. Nach unserem letzten Gespräch. Also Informationsmanagement oder Knowledge Management ist ja echt so ein Thema, ne? Wir hatten ja schon mal drüber geredet. Ich habe ja seit ein paar Wochen oder eigentlich jetzt schon wieder 2 Monate ein neues Amt bei uns an der Hochschule. Und also nennt sich Studiengangleitung. Und zwar bin ich ja für die medizinische Informatik jetzt verantwortlich. Ja, für den Studiengang. Das hat was schön, mit Blut zu tun, oder? Bitte? Ja, das hat was mit Spritzen und Blut und so. Nein. Also, nee, wir machen ja tatsächlich Informatik, ne? Also zum Beispiel welche Geräte, informatische Robotik, Softwareentwicklung. Also ich mache da speziell die Kurse für Softwareentwicklung oder die Praktika oder Labore heißt das inzwischen für Softwareentwicklung. Also Software Engineering, aber es gibt auch so Dinge wie Bildgebungsverfahren. Ne? Also solche spannende Themen eigentlich.
Da können wir mal ein bisschen einen Ausflug machen in die Thematik. Ich arbeite mich ja da auch selbst ein. Also ist der erste Studiengang in der medizinischen Informatik, den es in der Form in Deutschland gab, gemeinsam mit der Uni Heidelberg. Also wer das bei uns macht, ne, bisschen Eigenwerbung, wer das bei uns studiert, im Bachelorstudiengang macht einen Teil der Vorlesung in Heilbronn, einen Teil der Vorlesung in Heidelberg, tatsächlich an der Uni Heidelberg, und bekommt am Ende auch diesen Bachelor von der Uni in Heidelberg. Das gibt inzwischen mehrere solche Studienangebote deutschlandweit, teilweise auch im Ausland. Und aber es war der erste bei uns. Steht auch in Wikipedia. Bin ich vor kurzem mal drüber gestolpert. Da ist er auch verlinkt und ist das auch beschrieben. Genau, und da wurde ich in das neue Amt gewählt. Leider war quasi mein Vorgänger jetzt gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das Amt auszufüllen. Und dann habe ich mich da spontan aufgestellt. Der Ruf hat dich ereilt und da hast du nicht Nein gesagt. Eine Wahl, genau. Das ist an der Stelle kein Ruf tatsächlich. Eine Wahl, also Hochschule ist ja sowas Hochdemokratisches, wie man sich das eigentlich vorstellt und auch wünscht an anderer Stelle. Klappt das eigentlich an den Hochschulen? Wirst du gewählt auf eine bestimmte Zeit? Und man darf das Amt dann auch ablehnen oder die Wahl. Und ich habe es aber angenommen. Und ich muss jetzt natürlich unheimlich viel lernen. Ne? Also viel, was mit der Universität zu tun hat, also mit Prozesse Heidelberg. Wahrscheinlich, oder? Ja. Prozesse, Personen, sehr spannend. Neue Meetings sind dazugekommen. Okay. Regelmäßige Abstimmungen, Abstimmungen mit unseren Mitarbeiterinnen, ne, von der Fakultät, vom Studiengang, die Planung vom Studiengang etc. Ich hatte heute wieder einen Termin und also du musst dich mit sehr vielen Menschen auseinandersetzen. Du musst natürlich jetzt auch ein bisschen mehr die Studierenden kennenlernen, den Studiengang vorstellen und. Diverse Veranstaltungen planen. Wir haben bald 50-jähriges Bestehen von dem Studiengang. Da muss sehr viel organisiert werden. Ein paar Veranstaltungen. Eine Konferenz haben wir dann in Heilbronn von der GMDS, von der quasi Vereinigung aus der Medizininformatik. Man verzeiht mir, wenn ich jetzt nicht alles im Detail dann ausführe, will dann natürlich auch niemand langweilen. Aber du merkst schon, also jede Menge Informationen, die da in kürzester Zeit auf dich reinpresseln. Ich hatte angefangen, das bei uns im Wiki reinzuschreiben, du findest nichts mehr. Ne? Und der Anstoß für mich war eigentlich wie du erzählt hattest, wie du das machst. Du hast ja der Workflow, du musst mal deinen Workflow noch beschreiben in einem Blogartikel. Das habe ich jetzt schon mehr als einmal gehört, von Kollegen. Oder so ein Template anlegen, weil das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe also mal angefangen, was du machst. Ich habe das Daily Notes Plugin installiert, habe angefangen mit Notes, habe ein bisschen das ganze Zeug, also erstmal komplett planlos reingekippt, ne? Ein bisschen angefangen mit Text zu arbeiten, ist übrigens mein Tipp tatsächlich, ne? Keinen großen Kopf machen am Anfang, sondern einfach erstmal den ganzen Informationsmüll, wollte ich schon sagen, in Notizen reinkippen, ne? Einfach anfangen, weil dann merkt man plötzlich, wie die Strukturen auch schon fast von alleine entstehen. Ich habe das gemacht, ne? Also Personen immer direkt als Links angelegt, weil ne, mit einem Klick auf den Link, dann wird dann direkt dieses Ding erstellt, also die Datei erstellt. Alles erstmal in diese Daily Notes reingeworfen und es hat noch nicht so wirklich Spaß gemacht. Und dann bin ich erstmal über ein Video gestolpert, wo einer das Ding vorstellt und ich denke so, boah, sieht das cool aus. Und du kennst doch meine Leidenschaft für dieses Synthwave-Theme in Neon. Visual Studio Code. Ja, das kenne ich. Das kenne ich auch. Und dann habe ich ein Video angeguckt und denke so, boah, bei dem sieht ja aber Ding cool aus, das Obsidian. Und da gibt es ein Theme, ne? Neon 80 oder 80s. Und habe das vorhin mal aktiviert. Das ist dann unter Community-Themes, glaube ich, ist das aufgelistet. Ja. Habe das mal aktiviert. Das hat dann ne, solche Neon-Effekte, solche Leuchteffekte und die Farben, die diese Leuchteffekte, die haben halt dazu geführt, ich hatte ja das alte in meinem Atom, habe ich das alte Theme, das hattest du ja auch benutzt, das alte Neon-Theme. Die Schrift ist so, die sieht so wirklich aus, wie so leuchtet so ein bisschen, die glüht genau, so ein bisschen genau, drumherum so um die Headlines. Und das hat die Leute dazu gebracht, dass wenn man das so 3 Meter groß auf eine Beamerwand wirft, dann hat das die Leute dazu gebracht, sich die Brillen zu putzen. Die haben da gesessen und haben angefangen, Brillen zu putzen. Da habe ich gesagt, nee, das ist die Schrift, das habe ich so eingestellt. Ja, nee, super. Und ich habe das auch in den Vorlesungen und wenn das jemand sieht, fragen die immer, boah, ne? Und schon hast du, also so ein Eyecatcher in der Vorlesung. Ja,
das glaube ich sofort. Auf jeden Fall habe ich das heute, also tagesaktuell, installiert und zack, habe ich ungefähr 300% mehr in Obsidian-Notizen gemacht und habe gerade mein Notizbuch weggeworfen, also das Papier-Notizbuch. Ja. Und dann, ich bin mit dem Workflow noch nicht ganz zufrieden. Bei mir ist es vielleicht ein bisschen anders, weil ich tatsächlich ein bisschen Struktur brauche, was die Themen angeht, wie ich die Daten verarbeite. Und da bin ich über was gestolpert. Wir verlinken das mal in den Shownotes. Es gibt im Obsidian-Forum ein Forumseintrag, wo ein paar Beispiel-Workflows beschrieben sind. Und beschrieben in Form von, da ist ein ZIP-Archiv, das kannst du dir runterladen. Und das sind einfach Beispiel-Workflows, also nicht lang irgendwas durchlesen, theoretisch im Internet, sondern die Workflows sind als Obsidian-Vaults vorgefertigt, machst du auf, guckst du dir an, wie das strukturiert ist. Und einer, der mir eigentlich aktuell ganz gut gefallen hat, nennt sich IMF, hat jetzt nichts mit Mission Impossible zu tun, sondern steht für Index, Mox, sie ist schon vergessen, heute gelernt, schon vergessen, Index, war das Meta of Content oder was es war, und Flows oder Workflows. Wie auch immer, du baust den kleinen Index auf, der so sortiert ist nach Nummern, da hast du 10 Gruppierungen im Prinzip, das heißt, da habe ich jetzt mal eine Vorlesung, meine Studentin, die Vorlesung, die ich bearbeite, kann man da ein bisschen strukturieren, habe aber trotzdem das beibehalten, was du erklärt hattest. Ne? Also ich habe Daily Notes, die halt bei mir in den Ordner reinfliegen und ich habe alle Personen, die da reinfliegen und kann trotzdem eben über diese Indexgeschichte kann ich die Informationen recht gut strukturieren. Mhm. Und schaue da gerade ab, wie ich zurechtkomme und das sieht schon ganz gut aus. Also ich habe da heute relativ viel Infos da reingetackert, anstelle, dass es eben überall sonst landet. Ne? Sowas wie ein Wiki und da irgendwelche Textdateien. Also ich habe mir jetzt wirklich heute mal so mich am Riemen gerissen und alles in dieses Obsidian reingetackert und muss jetzt mal gucken, wie ich das mit den To-Dos noch organisiere. Habe gesehen, das kann man da auch abbilden. Da gibt es einen Plugin, da kannst du einfach mit Hashtag machst dann, also man kann ja bei Markdown solche Checkboxen da hinbekommen. Genau. Und das gibt ein Tool, da kannst du dann quasi einen Hashtag to do oder ein beliebig definierbares Hashtag in diese Zeile mit dem Checkbox da dazu packen und dann trackt das über alle deine Notes. Genau, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich empfehle wirklich jedem, der so ein bisschen liebäugelt und das noch nicht probiert hat, schaut euch das an, weil das Tool macht tatsächlich aus meiner Meinung erst Sinn, wenn man so einen Workflow etabliert. Also wenn du immer wieder damit gleichermaßen arbeitest, dann vernetzt sich erst diese Information und der Sinn da drin, also außer dass es wahllos gewürfelte Markdown-Dateien sind, ist tatsächlich, dass du dich in diesen ganzen Informationen da zurechtfindest. Und ich habe da heute alles reingeschrieben, also die Telefonate, die ich hatte, die Sprechstunden, die ich hatte, Bewertungen, ne? Also für Übungen, die ich gerade mache, dass ich die Sachen finde, weil natürlich, ne, was ist passiert in der Sprechstunde, hat sich jemand eben erkundigt, wie die Benotung zustande kommt, also da auch relativ schnell gefunden. Wo ich mich noch ein bisschen schwer tue, ist Links aufs Dateisystem, was ich noch gerne hätte. Ja, da kann ich dir was empfehlen. Ne? Also da dachte ich, sprechen wir mal drüber, vielleicht hast du ja da noch eine Idee. Ja. Die für alle möglichen Zuhörerinnen interessant ist und natürlich auch für mich. Weil die Dateien liegen bei mir auch nach einer Struktur und das Wort liegt bei mir auch genau da drin, wo die Dateien liegen. Ne? Also komme ich eigentlich damit links da drauf, aber von Hand reintippen ist immer so ein bisschen ätzend. Habe ich mich halt noch nicht wirklich drum gekümmert. Ja. Aber soll ich empfehle kurz, ich, genau, ja. Erzähl mal, was hast du da? Also pass auf, es gibt zwei Wege. Also ich habe mir das für mich so gelöst. Ich habe jedes Dokument, mit dem ich interagiere den Tag über, da gibt es einen Ordner bei mir und der ist mit dem Monat benannt. Also es gibt jetzt seit heute einen 2022-02 Ordner. Und jedes Dokument, das ich anpacke, da packe ich eine tagesaktuelle Kopie oder Version in diesen Ordner. Und der ist immer quasi im Root Directory von einem bestimmten Laufwerk. Egal, ist eigentlich völlig unerheblich, wo das genau ist. Es ist einfach immer derselbe Pfad vom Root ausgehend von irgendeinem Laufwerk auf Windows. Und was ich tue ist, also erstmal kannst du Folgendes tun, das bringt Obsidian von Haus aus mit, soweit ich weiß. Du kannst die Datei nehmen und kannst die mit gedrückter Steuerungstaste einfach in dein Obsidian-Fenster-Texteditor reinziehen. Und an die Stelle, wo du loslässt, packt der einen ordentlichen Link auf die Datei in deinem Dateisystem. Mhm. Das funktioniert einfach so. Aber über ein Plugin, ne?
Nee, das kann das Ding so. Ach, das kann er direkt? Okay. Du kannst es einfach da reinziehen und dann geht das. Dann ist das sein, geht das seinen Gang. Genau. Also beim Mac ist es, glaube ich, Alt. Genau, musst du Alt gedrückt? Nee, Shift gedrückt halten. Also mit einer Taste, weil ich hatte das Problem, er hat bei mir dann immer die Dateien als Attachment reingeworfen. Ja, du bist jetzt unter Windows, ne? Da musst du es mit Steuerung gedrückt halten. Okay. Mhm. Und dann macht er dann einen Link da rein. Und dann gibt es die Alternative, das packe ich auch in die Shownotes. Path Copy Copy ist ein Open Source Tool für Windows. Und das erweitert dir deinen Explorer Kontextmenü um eine Pfadkopieraktion und du kannst die frei konfigurieren. Unter anderem kannst du da einfach einen ordentlichen Markdown-kompatiblen URL-String erzeugen lassen. Okay. Und das geht dann einfach auf jeder Datei, auf jedem Ordner, egal was du tust, Rechtsklick und dann hast du das Ding in der Zwischenablage. Mhm. Und das funktioniert auch sehr gut. Also für alles andere funktioniert das sehr gut. Mhm. Okay. Aber ich glaube, 90% der Zeit aktuell mache ich das so, dass ich die Dateien, die ich bearbeite, die Dokumente, die nehme ich, packe die in diesen Ordner rein, dann habe ich da gleich mein Archiv. Mhm. Und das ist ja dann mein stabiles Archiv, da bin ja nur ich für verantwortlich. Mhm. Und dann verlinke ich das in meinem Obsidian-Dokument. Und das funktioniert also eigentlich seit Jahren perfekt. Mhm. Genau. Aber es ist immer so eine Sache. Also du könntest auch bei Obsidian die Datei einfach als Kopie in Obsidian reinziehen. Einfach ohne Steuerung gedrückt da reinziehen, dann macht er eine Kopie davon und legt die dahin. Genau, und das ist aber, was ich gerade nicht möchte, weil ich möchte das Duplizieren von Daten vermeiden. Ja. Ich habe ein Excel, da stehen halt die Noten drin. Ne? Und jetzt möchte ich natürlich nicht, dass zwei Dateien versehentlich pflegen. Aber die ganzen Dateien liegen bei mir alle stabil in einem Ordner. Also seit 3 Jahren liegt das alles nach einer absolut festgelegten Struktur und Benennung. Also ich brauche nur einen Link. Und vor allem ist dieser Link tatsächlich relativ zu den Obsidian-Dateien. Also wenn ich den Ordner rausgehe aus dem Vault, bin ich eigentlich schon da, wo die Dateien alle liegen. Das heißt, ich habe da kein Hassle, wenn ich das nämlich über Rechner synchronisiere, weil ich habe das eben genau so gemacht, dass ich auf den Rechnern, wo eben die Arbeitsdokumente liegen, also jetzt auf Laptop und hier auf dem Rechner im Büro, wird das eben synchronisiert. Und das ist die gleiche Struktur, also egal an welchem Rechner ich bin, das ist unabhängig davon, ob das jetzt ein C- oder D-Laufwerk ist. Ne? Ich bin halt in einem Ordner drin und dann klappt das eigentlich recht gut. Ja, ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, Daten auch durchaus gerne zu duplizieren, weil die sind ja dann doch nicht immer genau identisch. Also ich habe oft, dass ich Präsentationen mache und Präsentationsmaterial zusammenkopiere und dann ändere ich dann doch ein bisschen was, weil es für einen anderen Empfängerkreis ist. Und dann mache ich mir eigentlich immer eine Kopie davon. Ganz einfach auch deswegen, ich will denen dann später sagen können, ich weiß nicht, ob du das Problem hast, du wahrscheinlich nicht, aber ich habe oft Präsentationen, dass ich irgendwas zeige und die schicke ich denen dann nachher. Ja. Und die kommen dann ein halbes Jahr später wieder und beziehen sich auf diese Präsentation. Jetzt hast du keine Chance normalerweise zu sagen, was hast du denen jetzt genau gezeigt. Genau, das Problem habe ich tatsächlich gelöst und das mache ich auch bei meinen Abschlussarbeiten. Ja. Also dabei stehe ich drauf, dass sie das machen, einfach durch eine ganz klare Benennung der Datei. Ne? Also ich gehe dann nach dem ISO-Format mit vierstelliger Jahr, minus dann zweistelligen Monat, minus Tag. Dann zum Beispiel minus DRF für Draft, also für Entwurf, oder minus PUB, also PUB, großgeschrieben. Und dann erst der komplette Name von dem Dokument. Und ich habe das zum Beispiel bei meiner Divs, also bei meiner Doktorarbeit gemacht. Und ich habe jeden Tag eine neue Kopie, also das ist irre, also eine Word-Datei, aber jeden Tag neu kopiert. Das waren am Ende auch 1,8 Gigabyte nach den 3 Jahren. Aber wenn ich jemand dieses Draft oder die fertige Version, also es gibt nur einen PUB, ne? Also es gibt nur eine finale Version. Aber ich mache das eben, wie gesagt, bei Abschlussarbeiten oder wenn ich irgendein Dokument rumschicke. Wir haben ja eben im Rahmen der Digitalisierung machen wir eben keine Kopien mehr hier von Papier, sondern wir haben jetzt viele PDFs. Und wenn ich eben irgendjemand eine Datei, genau das, was du sagst, wenn ich jemand eine Datei schicke, dann hat die eben den Tag und dann eben das PUB oder das Draft, also ist es ein Entwurf oder so. Und wenn jemand eben kommt und sagt, hier die in die Datei, ne, oder den in, ne, dann sage ich, wie heißen die Datei, ne, die ich dir geschickt habe? Ja, genau. Und dann lesen wir es vor und dann kenne ich im Prinzip die Version der Datei anhand von der Bezeichnung, die ich vergeben habe. Ich bestehe darauf bei meinen Absolventen, dass die das entsprechend machen. Die fluchen da ein bisschen, aber spätestens an dem Punkt, wenn die was fragen zu einem Dokument, ne, dann sage ich, ja, und welche Version der Datei? Ich erkläre denen das auch, wenn du 10
arbeiten, betreue es gleichzeitig und du bekommst von jedem alle 2 Wochen eine Datei geschickt, die heißt thesis.pdf. Das Ding findest du ja nicht mal, ne? Also suchst du nach Ja, richtig. thesis.pdf. Ja, und so kommst du eigentlich schneller dann an die Datei ran und hast auch die richtige, das ist genau, was du beschreibst. Also wenn du jemand das schickst und die beziehen sich da drauf. Also einfach durch eine tatsächlich Version, also versionieren im Prinzip im Dateinamen, das klappt recht gut. Das ist leichtgewichtig und das versteht auch jeder. Und für mich ist es eben so, wenn ich was wegschicke, also eine Datei, die nicht mehr verändert wird, ist immer in diesem Public oder Publish-Status. Habe ich gelernt tatsächlich von meinem Doktorvater, der hat das auch schon so gemacht, vor 20 Jahren und hat eigentlich immer noch Gültigkeit und funktioniert wirklich ganz, ganz gut. Ich habe mal versucht, in meiner Firma damals, wo ich gearbeitet habe, das zu etablieren, die wollten das einfach nicht. Und das war schrecklich, weil es hat halt darin ausgeartet, dass du hunderte von Dateien mit dem gleichen Namen irgendwo liegen hattest, ne? Und immer die falsche Datei Ja, quasi genommen wurde. Dokumentennummerierung ist tatsächlich eine Kunst. Ja. Da bin ich wieder. Ich denke da ja immer gleich an irgendwelchen Quatsch und ich denke jetzt vor allem an Diskordianismus, wenn ich Dokumentennummerierungssystem höre. Weil da gibt es nämlich eine Regel, das ist das Gesetz der 5, die 5 Gebote, Pentabarth. Und die Regel 2 ist, ein Discordia soll immer das offizielle discordische Dokumentennummerierungssystem benutzen. Und das tust du ja offensichtlich schon, bist schon ein Ja. Fünftel Discordia an der Stelle. Genau. Was mir noch aufgefallen ist, das habe ich mir vorhin noch gemerkt, der Studiengang heißt nicht wirklich MIB. Doch, da ist medizinische Informatik Ja, ja, ja. Bachelor. Na, wir haben auch noch die medizinische Die Informatik URL ist einfach Master, göttlich. MEM. Ja, ist aber tatsächlich Hochschule Heilbronn, also hsheilbronn.de/MIB. Genau. Ich habe das auch mit in die Shownotes gepackt. Ja, also Also, genau. Obsidian-Workflows, ich glaube, das ist was sehr Persönliches. Das ist auch eigentlich der Grund, Ja. warum ich es noch nicht aufgeschrieben habe, weil ich nicht weiß, wie viel von dem, was ich immer erzähle, auch wirklich anwendbar ist für die anderen Menschen. Und ich habe halt irgendwie das Gefühl, das ist halt hochpersönlich. Und letztlich mache ich Sachen, die mache ich aus Gründen, weil die in meinem komischen Kopf so funktionieren und ich weiß nicht, ob das jemand anderem hilft. Aber man kann es ja trotzdem aufschreiben, hast du Das schon. ist das Spannende, fand ich. Also, das habe ich jetzt heute, wo ich mit dem Ding gearbeitet habe, also mal intensiver mich damit auseinandergesetzt habe, außer dass ich Text reingetackert habe, ne? Wo ich gemerkt habe, ja, du musst auch Dinge ausprobieren. Ja? Also, zum Beispiel habe ich jetzt gemerkt, nach dem 10. Dokument, das ich angelegt habe, macht mal so ein Template-Sinn. Dann habe ich geschaut, es gibt ein Template-Plugin. Es machen mehrere Templates Sinn bei mir. Jetzt muss ich mal gucken, ob das Template-Plugin das hergibt. Ich glaube, man muss es tatsächlich rausfinden, wie der eigene Workflow ist und das adaptieren. Aber was du brauchst zum Starten, ist diese Idee. Ne? Also was kann ich da drin machen? Wie kann ich das strukturieren? Und ganz klar, also nur das, was ich von dir gelernt hatte, war eine Idee. Und jetzt eben dieser IMF-Workflow ist eine Idee. Das lässt sich zum Glück recht gut verbinden. Es gibt noch so eine Sache, die ich total gerne hätte, ist zum Beispiel, also ich erkläre dir mein Problem. Ich habe jetzt so einen Index für eine People-Seite, ne? Also alle Personen. Und was ich jetzt da drin gerne hätte, wäre tatsächlich eine Liste von allen Personen, wo ich eben diese Dateien angelegt habe. Also wirklich als Index, wo ich durchgehen kann. Warum? Weil dann kann ich komplett auf Outlook-Kontakte verzichten, weil ich alles da drin habe. Aber du hast doch eh für jeden Kontakt ein eigenes Dokument, oder? Genau, ja. Und dann ist dein Verzeichnislisting doch dein Index. Wenn du mit Verzeichnissen arbeitest, genau, über diese Ja, ich habe ein Indexdateien, ne? Persons-Verzeichnis. Da sind alle Personen drin. Genau, habe ich auch. Also das ist, was ich ja quasi auf deine Idee angelegt habe, dieses Person-Verzeichnis, da liegt eben alles drin. Und trotzdem hätte ich noch gern, so weil ich eben jetzt mit diesen Indexdateien arbeite, wo es eben, da stehen ja manchmal noch ein paar mehr Informationen dabei, wo ich dann so eine Übersicht habe. Ist aber auch kein Problem. Ich kann mir ja was programmieren. Jetzt kommt ja der Hacker raus. Ne? Ich kann mir ja was zusammenschreiben, hacken, ein kleines Skript, was eben die Datei erzeugt. Über die Dateien im Verzeichnis gehen und die Markdown-Datei erzeugen. Musst du gar Und nicht mal tun. Es gibt könnte zwei das Möglichkeiten. doch als Plugin, also über. Ja? Das gibt's schon. Also du Ah, kannst das verdammt, ja. realisieren. Also das Plugin, was du jetzt willst, es gibt kein Ja. Plugin, was dir solche Indexes erstellt, glaube ich. Erstellt. Aber was es gibt, ist, also es sind zwei Möglichkeiten. Die Suchfunktionalität in Obsidian ist ziemlich mächtig. Ja.
Und du kannst ja sowas, also ich habe zum Beispiel den Anwendungsfall, dass ich Abteilungen, dass ich zu den Personen auch mir mit aufschreibe, welche Abteilungen sind die oder waren die mal. Zeitliche Abfolgen und sowas. Und du kannst da einfach, das kannst du mit Tags zum Beispiel machen. Ich mache das mit Tags. Und du kannst eine Query schreiben, wo du sagst, alle Dokumente in dem Personenordner, die dieses Tag haben. Und dann habe ich alle Leute, die in der Abteilung sind. Und das ist eine Zeile. Und jetzt gibt es ein Plugin, da kannst du diese Query sozusagen in deinem Markdown hinschreiben. Und im Preview wird die Query dann sozusagen ausgerendert. Und du kriegst dann eine Liste mit Mit den den einzelnen Sachen Personen drin. oder mit den, ja. Und das geht zum Beispiel auch im Templater. Das ist die zweite Möglichkeit. Also du kannst, also eine ist über die Queries und die zweite ist über den Templater, den du da bestimmt gerade installiert hast. Und das habe ich für meinen Wochenübersicht. Wenn ich auf meine Wochenübersicht klicke, in dem Moment, wo der dieses Dokument erzeugt, macht er das mit einem Template. Und in dem Template steht drin, nimm das Datum von jedem Tag, also von jedem existierenden Wochentagsdokument, oder auch wieder eine Query sozusagen, und pack das als Markdown da hier hin und binde das mit so einem Ausrufezeichen ein und dann wird es ja quasi auch ausgerendert, also eingebettet. Okay. Ja, Also genau sowas. Templater kannst du machen, dass wenn du draufklickst, er es neu macht oder du das Template neu anwendest, dann würde er dann den Index aktualisieren. Oder du machst es mit so Queries und die lässt du ausrechnen. Genau, das also nur diese Index-Sachen, da habe ich, das habe ich mal versucht. Der einzige Index, den es bei mir, der bei mir überlebt hat, ist tatsächlich die Daily Note. Das ist mein Index für den Tag und das war's. Okay. Der Rest hat nicht überlebt, weil das musste ich pflegen und ich habe es letztlich nie benutzt, außer für eine einzelne Anfrage. Und auch das ist ja auch so eine Sache, die Suche benutze ich ja auch meistens, indem ich einen Einstieg in den Graphen suche. So wie du deinen Studenten fragst, wie hieß denn die Datei? Das ist ja im Grunde der Einstieg für dich in deine Ordnung. Genau. Und so sind das dann halt bestimmte Eigenschaften, die ich mir überlegt habe, irgendwelche Tags oder also irgendwas, was mir intuitiv und sofort einfällt, wenn ich das suchen würde. Genau. Und da ist halt Markdown bzw. das Obsidian halt super Genau. dankbar, weil du schreibst es wirklich so, wie du es denkst, einfach hin und irgendwann findest du das. Also ich glaube, die Indexgeschichte ist für mich interessant, weil gerade in dem Kontext, also ich spreche jetzt auch über mein Arbeitsworld. Ich habe ja nochmal ein privates. Ich weiß nicht, ob ich mit dem genauso, also für meine eigenen Projekte, ob ich damit genauso umgehe. Aber für die Arbeit ist es insofern interessant mit dem Index, weil ich habe ja bestimmte Dinge, die sich ja bei mir alle 6 Monate wiederholen. Es ist ja immer wieder die gleiche Struktur, wo du die Vorlesung hast, wo du die Bewertung hast, wo du das entsprechend ablegst. Und da suche ich ja gerade noch danach. Schauen wir mal, vielleicht klappt das, ne? Ich habe heute quasi den ersten Tag intensiv mit der Struktur gearbeitet. Ich berichte mal nächste Woche, ob das Ja, klappt sehr gut. oder ob sich da noch was anderes ergeben hat. Aber das mit dem Templater schaue ich mir mal in einer freien Minute, mit einem Augenzwinkern in einer freien Minute, mal an. Naja, Gut, die Sachen ja. dauern schon ein bisschen. Ich habe gerade mal geschaut, ne, wie viel Gigabyte denn meine Datenduplikation dann ausmachen. Das sind ungefähr so 7 GB im Monat. So im Schnitt habe ich für meine Arbeit. Das ist eigentlich nichts. Ich hab irgendwann mal so eine 500 GB SD-Karte gekauft und auf der ist mein ganzes Zeug drauf. Genau. Also das reicht ewig, will ich damit sagen. Genau. Ja, ich hätte gesagt, so viel zu Obsidian. Also, und dann hatten wir noch genau deine Katzen, ne? Hatte ich noch was gesehen über deine Katzen. Wir hatten ja ganz am Anfang in dem Podcast schon mal über den. Ich weiß nicht, hatten wir über den Katzenfütterungs- oder den Schildkrötenfütterungsautomat Na, wir gesprochen? haben Also wir haben mehrere Sachen. Wir eine müssen. Katze, Katzenwaage, Schildkrötenfütterungsautomat, glaube ich, hattest du gebaut. Und jetzt hast du ein Katzenfutterautomat. Ja, genau. Also es gibt ja mehrere Probleme, die man lösen muss, wenn man Haustiere hat oder lösen könnte, wenn man Haustiere hat. Das eine hast du erwähnt, war jetzt sozusagen für die Schildkröten. Das ist ein Futterautomat, den du fernsteuern kannst per WLAN oder per MQTT. Dann eine Katze wiegen ist gar nicht so einfach. Und ja, warum dann nicht einfach eine Waage unter den Katzenklo stellen und das dann automatisch alles erledigen lassen? Das funktioniert auch super immer noch. Und wir haben jetzt ja das letzte Mal über Lucky Five gesprochen. Und du hast ja in der Zwischenzeit auch mal ein bisschen bei Ariane Barnes, der Pandora, reingeguckt, was die da so Genau, streamt. ja. Und wir hatten ja eigentlich schon immer im Haushalt Katzen und haben uns tatsächlich auch wieder junge Katzen geholt.
Letztes Jahr. Genau, letztes Jahr im April. Und die haben wir natürlich nach RP-Charakteren benannt, wie sich das gehört. Mhm. Weil das da gerade aktuell war und immer noch aktuell ist. Und das ist die eine Katze heißt Ariane Barnes, tatsächlich. Also steht auch im Pass. Ja. Und die andere heißt Feodora Ivanov. Das ist ja sozusagen die zwei, die immer auch die, die sind ja auch häufiger im Spiel zusammen. Mhm. Und die passen auch von den Katzencharakteren, finde ich, ein bisschen. So, mhm. Die eine stolzieren und die, ich glaube, ich habe den Namen gesagt und sie versucht gerade auf den Tisch zu kommen. Jedenfalls sind das zwei eigentlich vom Körperbau sehr unterschiedliche Katzen und da ist es gar nicht so unwichtig, dass man ein bisschen genauer weiß, wer denn wie viel und wovon futtert. Das ist aber schwer, wenn man offene Futternäpfe rumstehen hat. Mhm. Also gibt es gibt, jetzt ist kein Witz, es gibt Futterautomaten, die jede Katze oder jedes Haustier oder jede Katze in dem Fall hat ja so einen Chip eingepflanzt bekommen, mhm. damit ja. man sie erkennt, wenn sie mal wegläuft. Es mhm. gibt so Futterautomaten, die haben so einen Bogen, so einen Plastikbogen, da gehen die da mit dem Kopf rein und dann wird dieser Chip erkannt und dieses Ding öffnet dann sozusagen vollautomatisch den Futterbereich und dann kann die Katze essen. Und wenn sie wieder weggeht, dann geht das wieder zu. Und wenn eine andere mhm. Katze kommt, die da nicht futtern soll, dann geht's dann zu. Darf die gar nicht. Mhm. Ist voll gut und funktioniert erstaunlich gut. Also hätte ich auch nicht gedacht. Ist auch, wenn man sich mal ein bisschen daneben setzt und guckt, wie das Ding funktioniert, ein bisschen mehr als nur auf und zu. Mhm. Und die Dinger gibt es mit einer Connect-Variante und ohne Connect-Variante, also quasi mit Internet und ohne Internet, aber die haben ihre eigene App und dann haben sie eine finstere API. Deswegen haben wir da Dingen ohne Internet bestellt, ohne diese Connect-Funktion. Und jetzt steht, nachdem das Zeug angenommen wurde, das haben wir vor 2 Wochen bekommen, vorige Woche. Nachdem das jetzt angenommen wurde und sie das auch wirklich kein Problem für die ist und sie sich daran gewöhnt haben, wenn wir die Dinger jetzt mal umbauen demnächst, dann muss irgendwie WLAN rein und dann kann das Teil plötzlich viel mehr. Zum Beispiel eben nicht aufgehen, weil wir nicht wollen, dass sie schon gefüttert werden oder so. Und protokollieren. Ich wollte gerade fragen, haben die Katzen das akzeptiert? Weil ich glaube, die sind ja. Jeder mag ja Katzenbildern, aber Katzen ist ja echt schwierig. Das stimmt. Ja, haben sie. Denen jetzt gar kein Problem. 3-4 Mal, meine Frau hat das ein paar Mal gezeigt, den angefüttert sozusagen und das hat sich dann sofort erledigt. Okay. Weil wir hatten mal eine Nachbarin, die hatte eine Katze und die haben sich eine Katzenklappe in die Wohnung gebaut. Und zwar nicht in die Tür, wie man das so kennt, sondern da haben die wirklich in das Haus, in die Wand, also in die Beton- oder Steinwand, haben die einen Durchbruch gemacht und haben da diese Katzenklappe reingebaut. Mhm. Ja, und die haben tagelang versucht, dass diese Katze da durchgeht. Und am Ende haben sie diese Katze durchgeschoben. So mit aller Wucht. Super Idee. Das Problem war, diese Katze war danach traumatisiert. Die wurde ja gerade durch die Wand gebeamt. Ne? Und die ist nie mehr in die Nähe von dieser Katzenklappe gegangen. Das arme Tier. Nee, so funktioniert das nicht. Ne? Also Katzen sind da, glaube ich, ja sehr, sehr eigen. Aber schön, dass die das angenommen haben. Ja, also das Tolle ist ja, das Ding funktioniert ja wirklich so mit so einem Mikrochip. Ist normalerweise batteriebetrieben. Also das Ding wird halt, erste Aufgabe, da muss Strom dran, dass man da keine Batterien irgendwie verbraucht. Das ist ja Unsinn. Ja. Und die zweite Aufgabe ist dann halt tatsächlich, wenn dann schon Strom, dann einfach ein Mikrocontroller noch dran. Und den Mikrocontroller halt das einfach kontrollieren lassen. Mhm. Also da sind Lichtschranken dran an dem Ding und dieser Chipsensor und da gibt es genug Ansatzpunkte, wo man sozusagen Signal abfassen kann und wir wollen dann ja, wie gesagt, auch einfach dafür sorgen, dass das Ding dann nicht mehr aufgeht oder ein bisschen mehr Eingriff haben können. Mhm. Genau. Das ist eines so ein Projekt, was jetzt auch wieder aufgekommen ist, weil einfach der Bedarf entstanden ist. Aber ist eine gute Idee, Strom an Geräte anzuschließen anstelle Batterien. Also ich habe noch auch unheimlich viele Geräte, auch teilweise durch die Kinder, wo Batterien brauchen, wo es manchmal, glaube ich, Sinn macht, einfach einen Stromstecker. Ne? Das ist permanent. Das ist eines meiner Lieblingshobbys. Ich baue alles Mögliche, irgendwelche USB-Kabel dran. Weil du kannst ich hab so Spannungswandler und lauter so Zeug und das mache ich häufiger, dass ich irgendwelchen Geräten die Batterien rausreiße und dann dafür was anderes reintue. Also wenn die wirklich ständig benutzt werden, da ertrage ich das einfach nicht, Batterien nachzulegen. Es gibt halt irgendwelche Stellen, wo du halt gar keinen Strom hinkriegst. Und da willst du halt dann doch lieber Batterien nehmen. Wie zum Beispiel dieses wunderbare Thermostat auf meinem Dachboden.
Das habe ich vor. Das, ja, du lachst, ne? Das habe ich 2011 da hochgestellt. Ja. Und seitdem laufen da zwei AA-Batterien, wo ich bei allen anderen Thermostaten schon 10-mal die Batterien gewechselt habe. Das läuft da einfach oben auf dem Dach. Ich habe bei mir oben auch eins auf dem Dachboden, auf dem Spitzboden, was auch schon seit 6 Jahren durchläuft. Das geht sogar noch. Das ist, ja, das liefert auch bei mir Werte. Keine Ahnung. Ja. Also sind doch plausible Werte. Temperatur scheint schon zu passen. Mhm. Genau, Katzenfutterautomat und der Nachtrag mit den RP-Katzen. Die sind auch schön. Die von denen twitter ich auch ab und zu mal irgendwelche Bilder. Und dann kriege ich ganz viele Likes, das finde ich toll. Weil Katzen-Content. Genau, Katzen-Content zieht immer. Immer. Cats sells. Was gibt's noch Neues? Ich kann dir was erzählen. Mhm. Ich hatte mich aus Jux und Dollerei quasi. Ich habe eine E-Mail bekommen von GitHub. Also ich habe ja relativ viele Sachen auf GitHub. Wir hatten ja darüber gesprochen. Ich habe auch meine Vorlesungsfolien auf GitHub. Und wir unterrichten ja Git oder mit GitLab. Also die müssen bei uns ja, also die Studierenden müssen bei uns ja im 2. Semester schon Git lernen. Wir machen das mit GitLab. Wir haben da eine eigene Instanz an der Hochschule laufen oder an der Fakultät laufen, die auch ganz toll von unseren Mitarbeiterinnen gewartet wird. Und dann kriegen die kleine für ihre Gruppen kleine Repositories und Teams und Projekte und können das da entsprechend dann anlegen. Und da habe ich übrigens noch, das verlinkt man noch in den Shownotes, ich habe ein ganz tolles Spiel, was auch jemand, dem ich auf Twitter folge, programmiert hat, das war auch gefördert, ein Git-Spiel, ne? Also ohmygit.org ist der Link, glaube ich, und das ist tatsächlich, genau, ohmygit mit OH, mygit.org war das, glaube ich. Und da spielst du dich quasi oder spielerisch durch die Timeline von Git und lernst so eben, wie Git funktioniert. Und wir versuchen das halt relativ früh schon beizubringen, wie man das effektiv verwendet. Und das war eben meine Idee, gerade aus dem Bereich DevOps, dass du einfach auch noch neben GitLab auch GitHub zeigst als zweite Größe oder als größere Plattform oder als große Plattform. Das wird auch von Firmen viel verwendet, dass die eben beide Tools kennen und gesehen haben und dachte, das nimmst du in die Vorlesung rein und habe dann vor kurzem eine E-Mail bekommen, ob ich nicht am GitHub Education Program teilnehmen möchte, als Teacher. Und ich dachte so, oh ja, und ich beschreibe halt meine Vorlesung, die DevOps-Vorlesung, was ich da reinmachen möchte und was wir schon alles reinnehmen. Und heute Nacht, also es ist wirklich brandaktuell, das glüht quasi noch, ich habe es noch nicht mal ordentlich gelesen, kam eine E-Mail rein, Welcome to the GitHub Education Program, please click this link. Ist keine Phishing-Mail, ist tatsächlich GitHub. Cool. Das heißt, ich komme jetzt in so ein GitHub-Teacher-Programm rein und kann da quasi neue Ideen, die man eben im Curriculum verwenden kann, erstmal mir angucken. Ne? Also es ist ein Repo bei denen und auch damit international mit Lehrenden mich austauschen. Ich gucke mir das mal an. Ich werde darüber berichten. Ich denke mal, ich werde einiges davon in die Vorlesung mit reinnehmen. Bin ganz gespannt, was die so an Material denn da haben. Mhm. Weil die machen sich natürlich auch Gedanken, also gerade was Workflows und Pipelines angeht auf GitHub, ist natürlich für mich ganz spannend, was das Thema Automatisierung angeht. Also ich werde da aus erster Hand berichten. Ich weiß nicht, wie viel deutsche Lehrer und Lehrerinnen oder Professoren, Professorinnen, also Lehrende im Prinzip da dabei sind. Mhm. Ich habe ganz starke Microsoft Academic Program Vibes gerade. Das ist ja Microsoft, ja, ne? GitHub? Ja, also GitHub ist ja von Microsoft aufgekauft worden vor. Aber das ist cool, ja, dass sie das anbieten. Eine cool. Ja. Also es ist echt ganz witzig, die haben immer mal sowas, also ich hatte vor einer Weile schon mal mich eingetragen, dass ich da eben das im Unterricht verwende und da kam was im Paket an mit Stickern und mit einer Tüte, genau, Stickern und einer Tüte, Flyer und Git-Workflows und so Geschichten, die man austeilen kann. Und ich habe noch einen Voucher für ein T-Shirt, glaube ich, ein GitHub-Werbe-T-Shirt. Mit Octocat am besten. Mit Octocat, genau. Und ein ganzer Stapel Octocat-Sticker, die es da eben gab. Wow. Also wer das nicht weiß, Octocat ist dieses Logo-Maskottchen von GitHub. Und im Sommer haben sie mir ein Paket geschickt mit zwei Dosen Soda-Getränk und einer Tüte Chips und einem aufblasbaren Volleyball und auch Stickern für die Studierenden, die man verteilen kann.
Also die machen immer wieder so eine nette Aktion. Und ich finde halt schön, dass es außerhalb von Deutschland ist, ne? Außerhalb von den USA auch ist. Also nicht nur, ja, ist also der Klassiker bei solchen Dingen. Du kriegst es eben nur, wenn du in den USA sitzt, und die machen das eben, verschicken das da, kommt, glaube ich, aus den Niederlanden, wird das gemacht. Also wir kennen das ja, ist wahrscheinlich eine Marketingagentur, die das mit die macht. Aber ist es halt schön, ne, dass auch mal was außerhalb von den USA gemacht wird. Ja, stimmt. Ich finde schön, dass sie sich um die Wissenschaft oder die Lehre kümmern. Die Lehre, ja. Ist ja nicht, also, aber wobei GitHub ist jetzt mir vor kurzem auch, ich mache ja auch viel auf GitHub, oder meinen ganzen Content, Open Source Content packe ich auf GitHub, damit er erreichbar ist, aber packe ihn eben auch lokal. Deswegen würde ich jetzt mal noch du hast GitLab schon genannt, ich würde noch mal eine Alternative, die ich benutze. Mir ist nämlich GitLab zu groß. Mhm, ja. Kennst du GOX, Go Git Service? Ich überlege gerade, ob wir da schon mal, kann auch sein, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Da haben wir bestimmt schon mal drüber geredet. Ja, den benutze ich, und ich benutze ihn immer noch, und der ist immer noch echt toll, weil der kann im Grunde alles, was ich von einem GitLab benutzen würde, kann kein CI/CD oder sowas, aber wirklich nur Git Repositories hosten als Webseite. Bisschen Benutzerverwaltung, alles, was man so braucht, läuft in einem Docker-Container oder auch ohne Docker-Container, ist im Grunde nur eine Go-Executable. Und ist wirklich, wirklich gut. Kann ich empfehlen. Ja, mir fällt so GitHub aber auch noch so ein bisschen Kontroverses ein in den letzten Monaten. Ich meine, es ist ein paar Mal passiert, dass GitHub selber da irgendwie Leuten ihren Code weggenommen hat bei Open-Source-Projekten. Ich weiß nicht, du hast ja da haben wir nicht drüber gesprochen. Das könnten wir vielleicht mal in einer Extra-Folge machen, was denn da so die Implikationen sind. Hast du mitbekommen, dass Open-Source-Autoren, der ein oder andere, ein bisschen irgendwie sauer war auf die ganzen großen Unternehmen, die quasi auf ihrer eigenen Software Sachen machen und dann nichts mehr zurückgeben? War das nicht ein NPM-Paket, was mehrere NPM-Pakete tatsächlich, ja genau, und eins war besonders. Und GitHub hat halt auch einfach kurz einen Prozess gemacht, ne? Und hat das wieder zurückgerollt, ohne den Autor. Und das ist halt nicht so geil. Aber haben sie das nicht wieder rückgängig gemacht, oder? Das weiß ich nicht. Mir geht es jetzt eigentlich gar nicht darum, wie sie danach reagiert haben, sondern sie haben erst einmal falsch reagiert. Und das ist, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, da ist man dann doch schon wieder, also ich jedenfalls, doch schon wieder auf der Seite, dass man sagt, also wenn ich Sachen mache, auf die ich verlassen will, dann mache ich sie lieber selber. Und so ein Git-Repository hosten ist unterm Strich nicht so kompliziert. Ja. Da aber vielleicht ein ganz wichtiger Hinweis für alle, die nicht regelmäßig damit arbeiten oder sich nicht damit beschäftigen. Da kommt einmal ein Vorteil von Git tatsächlich zu tragen. Und zwar Git ist ja ein dezentrales Revisionierungssystem. Und auch wenn man auf GitHub erstmal das Repo anlegt und das dann klont lokal, das Klonen ist eine Kopie, und auch ein Fork, der auf GitHub gemacht wird, ist auch nichts wieder als eine Kopie auf dem Remote-Server. Und wenn sie dir dein zentrales Repository wegnehmen oder löschen, ne, oder dir den Zugang sperren, das ist zwar unglücklich aus den benannten Gründen, ne, aber von der Funktionsweise von Git, und das finde ich super, kann es dir komplett egal sein, weil dein lokales Repo, sofern das noch da ist, immer noch weiterläuft. Ne? Man kann von da ausgehen, das alles wieder aufbauen. Ne? Und das ist halt, glaube ich, eine der Stärken. Stell dir mal vor, sowas passiert dir bei SVN oder so, und dein zentrales Repository wird dir gelöscht, weggenommen, der Zugang gesperrt. Du hast dann vielleicht noch eine Kopie, aber also von den Daten lokal, aber dein Repo fehlt dir halt, ne, mit all dem drum und dran. Und das ist echt so eine Stärke von GitHub, von Git. Und das ist auch das, was ich bei mir in den Kursen immer versuche zu erklären. Also das ist so einfach diese Kopie von dem Repository, die du hast. Ne? Also es gibt kein zentrales, auch wenn es immer erst einmal aussieht, du legst ein Repo zentral an. Und dann klonen alle davon, und dann hast du ja doch wieder so einen Stern, weil alle da reinkommitten etc. Aber alles ist nur eine Kopie, und ob diese Kopie jetzt bei dir lokal ist oder ob die Kopie zentral abgelegt ist oder bei dir auf dem Rechner oder bei mir auf dem Rechner, ne, das ist erstmal egal. Aber wie du sagst, für den, sag ich mal, Grundprinzip und für den, naja, das ist halt unglücklich, wenn sowas passiert. Ne? Also da hast du schon recht. Ich habe das gelesen, und ich weiß bis heute nicht, was ich davon halten soll. Also ich vermute immer da, dass es irgendjemand war, der da einfach, sag ich mal, auf der Business-Seite, das ist eine Kurzschlussreaktion, ne, wo man da nicht wirklich drüber nachgedacht hat. Ja, ich glaube, das ist unstrittig. Und
ich hoffe, dass bei solchen Dingen einfach Prozesse eingeführt werden, ne, wo man sagt, das kann nicht einfach gemacht werden. Na, auf der anderen Seite, also vor allem, der hat ja gegen nichts verstoßen. Ne? Also der hat gesagt, hey, ich habe hier eine Open Source Software. Das war, glaube ich, auch der wichtige Punkt, dass es jetzt dann. Und das macht sie kaputt. Genau, das macht sie kaputt und das kann ja ich machen. Und nur weil das jetzt eine Open Source Software ist, die viele großen Firmen kennen oder nicht kennen, sondern verwenden, ne, kann ich jetzt seitdem das Ding nicht wegnehmen. Also das ist ja ich finde, also hast du recht, ne? Ich finde jetzt die Aktion menschlich von dem Kollegen Open Source Maintainer nicht so toll, aber genau, auf der anderen Seite tue ich mich richtig schwer, ihm da irgendwie Schuld zuzuweisen, weil ich erwarte es von großen Unternehmen, dass sie nachdenken, was sie tun. Und wenn in meiner kompletten kommerziellen Pipeline bis zum Endkunden hin, und so war das ja im Falle von dieser Library, die war ja bis zum Endkunden bei AWS eingebunden, zum Beispiel bei AWS. Mhm. Wenn ich das so mache, dass ich quasi auf irgendjemanden, der das in seiner Freizeit macht, angewiesen bin, dann ist das per Definition nicht mehr professionelle Arbeit, sondern dann ist auch dieses kommerzielle Produkt ein Hobbyprodukt. Und das kann dann halt auch einfach ausfallen. Wenn ich mein Unternehmen darauf aufbaue, dass das funktioniert, und offensichtlich war AWS an der Stelle tatsächlich darauf aufgebaut, dann sollte ich mit dem Menschen vielleicht Kontakt aufnehmen und ein bisschen genauer gucken, was ich da eigentlich für Open-Source-Zeug in meine Welt einbaue. Oder ne, Software-Ingenieur-seitig sollte ich es vielleicht so einbauen, dass es, wenn es bricht, eben nicht alles bricht. Weil es war ja wirklich nur ein, wir machen das Terminal-Bund-Library in dem Fall. Ne? Das Spannende ist, das ist tatsächlich ein Aspekt, den habe ich immer wieder, wenn ich solche automatisierten Prozesse mit jemand aufgebaut habe und bin über sowas gestolpert, also der Klassiker ist, dass jemand einen Container baut und in dem Container wird irgendwas zum Beispiel von GitLab oder GitHub geklont. Ja. Und wo ich dann immer eben genau auf den Punkt hinweise und sage, das ist keine Good Practice, wenn du hingehst und einfach von einem anderen Repo das reinklonst. Warum? Weil du jedes Mal, wenn du diesen Container oder dieses Image baust, den aktuellen Stand reinklonst. Richtig. Das ist dann du hast gemeint, es dir nicht angeschaut. Ne? Einfach. Genau, du hast es dir nicht angeschaut. Ne? Und dann habe ich gesagt, also für mich sieht der Workflow bei sowas immer aus und ich mache das tatsächlich auch, zum Beispiel gerade bei den Containern, die ich baue, für mich so. Wenn ich sowas habe, habe ich einen Fork von dem Repository. Und das führt auch manchmal dazu, dass ich absolut outdated bin, weil ich einfach seit 2 Jahren nicht dahinterher komme, das Ding zu maintainen. Ne? Aber ich weiß, es ist stabil. Und dir jubelt jetzt nicht irgendjemand, egal ob mutwillig oder ohne böse Absichten, jubelt jetzt nicht irgendjemand was unter, ohne dass du das reviewed hast. Und es passiert genau das, was in dem Fall eigentlich bei den Firmen hätte nicht passieren sollen. Das Ding kann nicht kaputt gehen. Ja? Also der kann sein Repo löschen. Mein Fork ist da. Der funktioniert und wenn ich auf Basis von diesem Fork irgendwas baue, dann geht das erstmal nicht kaputt. Ich kann den im Zweifelsfall auf privat stellen, ne, dann komme ich immer noch dran mit meinen Schlüsseln. Aber die ganze Pipeline hinten raus, die bricht nicht. Und wenn dir das im kommerziellen Umfeld passiert, also das darf doch nicht passieren. Ne, also stell dir doch mal vor, bei einem Automobilhersteller. Also, ich glaube, exakt so ist es doch. Also ich glaube schon, da ist ein gewisser, wie heißt das so schön, Schlendrian hat Eingang gefunden. Ich glaube schon, dass das oft so ist. Also ich weiß es, dass es bei meinem Arbeitgeber nicht so ist und dort diese Libraries tatsächlich sehr genau angeschaut werden und dann in den Versionen geprüft, freigegeben und dann musst du es halt hinterherziehen. Deswegen überlegt man sich auch sehr genau, welche Open-Source-Libraries man jetzt da eigentlich genau einbindet. Ja. Und also dieser Prozess, den man da hat, also das finde ich, macht ja gerade dieses Ingenieurwesen quasi aus. Ne? Und da muss man aber auch gleich einhaken. Ich höre nämlich schon die Unkenrufe, wo der Erste sagt, ja, aber das geht alles nicht mit agil. Ja doch, diese Prozesse natürlich. Kannst du auch alle mit der agilen Entwicklung vereinbaren. Das hat ja mit der agilen nichts zu tun. Eigentlich. Es ist einfach, weil man entweder nicht dran gedacht hat, ja, oder tatsächlich, was du sagst, man hat geschludert an der Ecke. Ist doch genauso das, agil wie vorher, nur dass es jemand anders den Code schreibt und du ihn nochmal checken musst. Checken musst, genau. Dann heißt eben, ja, guck den Code nochmal an, bevor wir das eben updaten. Ne? Also. Da will ich jetzt wieder Werbung für dieses Go-Git machen. Das benutze ich nämlich tatsächlich dafür. Ich mache das genauso wie du. Ja. Also wichtige Repositories, auf die ich meine Infrastruktur aufbaue, die spiegle ich und schaue mir an, was da für Commits reinfliegen, bevor ich neue Container baue.
Und das kann das GOX von Haus aus. Du kannst da einfach ein Mirror-Repository anlegen, dann spiegelt der das lokal immer in festgelegten Abständen. Da ist auch so ein kleiner Cron-Job drin. Und du kannst das dann sozusagen so machen, dass du deine eigene lokale Branch hast, auf die der dann nichts hinspiegelt, sondern das ist das, daraus baust du deinen Container. Und es gibt dann quasi das Repository lokal bei dir und du kannst dir dann in aller Ruhe irgendwann mal dann reinziehen, was dann da für Änderungen drin sind und kannst die mergen in deinen Branch. Okay. Cool. Apropos Branch Management, vielleicht noch das erwähnt, welches UI benutzt du für Git, außer die Kommandozeile? Die Kommandozeile. Gar kein UI? Nee. Auch nicht zum Zeigen? Auch nicht zum... Nee, gar nicht. Ich verwende tatsächlich nur Kommandozeile. Weil ich habe nämlich Ich konnte mich einfach noch nicht durchringen, mir da irgendwas anzugucken. Ah, okay. Ja, kann ich vielleicht zwei Empfehlungen machen. Weil bei komplexen Merge-Tätigkeiten, da habe ich gemerkt, ist es dann doch schon irgendwie hilfreich, wenn du ein Merge-Tool hast, was ein bisschen mehr Intelligenz mitbringt als einfach nur dein Standard-Diff-Tool. Wenn du dann tatsächlich so 2, 3, 4 verschiedene Leute gleichzeitig hast, die an dieselben Stücken, und dann musst du dann aus 2 Sachen 1 machen und so, dann willst du vielleicht auch ein bisschen, also ich will das jedenfalls, UI haben. Wir gucken alle auf Retina-Monitore mit toller Auflösung, da kann man dann auch mal vielleicht grafisch ein bisschen was tun. Und da gibt es 2, die ich empfehlen kann, ein kostenloses und eins, das kostet Geld. Ich habe gerade gesehen, für Lehre ist das erste kostenpflichtige Tool, das ist sogar kostenlos. Das vollständigere und immer aktuelle heißt GitKraken. So ein Kraken-Symbol hat das. Und das ist tatsächlich, also ist kostenlos, wenn du es für Open-Source-Entwicklung verwendest. Also du kannst es einfach nehmen und kannst es für öffentliche Repositories von GitHub einfach benutzen. Und das ist extrem mächtig, auch was, also vor allem glänzt es bei so Merge-Sachen oder Branching oder diese ganzen Git-Flow-Workflows da drin. Das hast du alles in diesem UI drin. Und die sind, es nimmt einem wirklich ganz schön viel Arbeit ab, also mir jedenfalls. Und Arbeit nicht im Sinne von, das ist doof oder so, sondern Arbeit im Sinne von fehlerträchtiger Arbeit. Sachen, die wo du einfach auch bei Git auf der Kommandozeile Fehler machen kannst. Und das zweite ist Git Ahead. Das sieht erstmal in dem Screenshot fast genauso aus, kann aber deutlich weniger. Vor allem auch ist die Merge-Fähigkeit immer noch besser als das, was man so standardmäßig auf der Konsole hat. Aber genau da bei dem Git Ahead würde ich jetzt auch nochmal den Disclaimer vorne ran stecken. Das ist wird nicht mehr aktiv entwickelt. Das ist seit 2021, haben die da aufgehört dran zu arbeiten, aber es funktioniert. Und es gibt es halt auch im Quelltext. Ich gehe davon aus, dass es da den einen oder anderen Fork geben wird. Genau. Und ja, GitKraken und Git Ahead, das sind so User Interfaces. Ich werde nämlich auch regelmäßig gefragt, was kann ich denn da im UI benutzen? Ich will nicht auf die Kommandozeile. Dann empfehle ich eins von den beiden. Also willst du Geld ausgeben, nimmst du GitKraken, willst du auf gar keinen Fall Geld ausgeben, dann nimmst du Git Ahead. Genau. Und das ist tatsächlich wirklich, und ich habe gerade auf der Webseite von denen gesehen, dass mein Arbeitgeber da auch gelistet ist unten als Testimonial. Da muss ich dann nachher gleich mal gucken. ob ihr das habt. Ja, genau. Also GitKraken und Git Ahead. Okay. Aber gute Idee. Ich nehme immer wieder gern neue Sachen eben in die Vorlesung rein. Und gerade das Tooling. Ja. Genau. Dann haben wir die Neuigkeiten. Ja, Thema, das schiebe ich mal auf. Das schiebe ich mal auf nächste Woche. Das müssen wir jetzt nicht bequatschen. Das war da noch ein Hardware-Thema für nächste Woche. Das wäre auch ein Hardware-Thema fürs nächste Mal, genau. Also, dann haben wir uns schon auf nächste Woche committed, ne? Wieso? Wir können auch übernächste Woche machen. Nee, machen wir schon. Warum? Bevor Celina sich beschwert. Ja, das wäre furchtbar. Wir haben jetzt Erwartungen, die erfüllt werden müssen. Ja, absolut. Von einem Zuhörer in. Genau, und dann gehen wir mal zu dem Thema, was wir auch letztes Mal schon geteasert haben. Genau. Spiele-Streaming. Ja. Ich besitze keinen Computer, also ich habe immer auf Konsolen gespielt die letzten 10 Jahre oder so. Ja. Und ich besitze einfach keinen Computer, der spieletauglich ist. Also da läuft einfach nirgendwo irgendwas. Und dieses GTA 5, das stresst meine Computer, die ich habe, schon extrem, wenn ich da mal irgendwas streame. Man sieht es auch, wenn man den Stream verfolgt, da ist da alles am Ruckeln und am Zuckeln und die Bildqualität ist auch nicht so toll. Und dann auch noch hier OBS, das ist alles doof. So, Computer glühen. Und da habe ich aber irgendwie die Lust gespürt, letztes Weihnachten, kurz davor,
dass ich da dieses Cyberpunk mal ausprobieren wollte. Das habe ich dann auch irgendwie 2 Tage vor Release günstig gekauft. Und dann kam das Release und ich hatte ja keinen Rechner, wo ich das darauf spielen kann. Ich wollte doch aber so gerne. Dann habe ich mal mich umgeschaut und es gab zu dem Zeitpunkt gerade 2 Anbieter, die sich besonders im Spielestreaming geschlagen haben oder in Konkurrenz waren. Einmal war das Nvidia mit GeForce Now und Google mit Stadia. Ich kann ja mal ein bisschen die... fangen wir mal mit Google an. Weil das habe ich gleich als erstes ausprobiert. Das Versprechen von Google Stadia ist eigentlich ziemlich cool. Beide Anbieter betreiben irgendwo auf der Welt Rechenzentren und da drin haben sie Hardware, die ist für Spiele geeignet. Also virtualisierte 3D-Grafikkarten, teilweise der neuesten Bauart und irgendwelche CPUs und RAM und Speicher und Netzwerk und dann laufen da Spiele drauf. Zum Teil extra angepasst auf die Umgebung. Im Falle von Stadia ist das halt, so eine Linux-Umgebung. Bei Google im Rechenzentrum und da sind irgendwelche Spezialgrafikkarten und die Spiele, die da laufen, die werden dann auch extra für Stadia irgendwie angepasst. Und du musst dir überlegen, Google bietet dann dem Spielehersteller da so eine API, wo du dich integrieren kannst. Und das eigentliche, die eigentliche Vision hinter sowas, hinter Stadia jetzt im Speziellen, ist mal solche Sachen zu ermöglichen wie Instant Play. Du sollst ein YouTube-Video sehen, wie jemand ein Spiel spielt. Und dann sollst du auf einen Ich-will-hier-einsteigen-Knopf drücken können. Und weil dieses Spiel, was der gespielt hat und auf YouTube als Video verfügbar ist, weil das ja in Stadia gelaufen ist, das haben die da auf diesen Computern alle ablaufen lassen und die haben ja auch alle Speicher oder Zustände sozusagen im Griff, kannst du exakt an der Stelle weiterspielen, wo du dann da einspringen willst. Okay. Und dann starten die sozusagen deine eigene Spieleinstanz von diesem Spiel und du kannst dann da sofort an der gleichen Stelle, exakt an der gleichen Stelle weiterspielen. Genau an der gleichen Stelle. Wobei, das klingt für mich ja auch im Prinzip genau dieses, sag ich mal, Konsumverhalten, was heute ja vorherrscht. Also du kommst ja irgendwie heim und setzt dich hin und guckst Netflix. Also ne, du fährst jetzt nicht los und kaufst dir eine DVD und du lädst aber auch keinen Film mehr runter zum Angucken, sondern du switcht im Prinzip direkt die Streams durch. Ne? Und nur bei Spielen ist es so, kennst du die Problematik, also noch Konsolenspieler kennen die Problematik, lädst halt das Spiel runter und irgendwie so ab 60-80% kannst du das Spiel dann endlich losspielen. Bei ein paar Gigabyte, die da runtergeladen werden müssen, dauert das halt vielleicht auch mal eine Stunde oder ein paar Stunden sogar, je nach Verbindungsleitung. Ne? Dann hat ja keiner mehr Bock. Also abends kommen sie heim, ne? 6, 7, 8 Uhr, keine Ahnung, wann jemand dann da sitzt und endlich spielen kann und müsste dann nochmal 3 Stunden spielen. Dann macht das ja keiner. Und ich glaube, das ist ja eher so, was Stand heute erwartet wird. Du gehst hin, schaltest ein und kannst direkt losspielen. Glaube ich, macht Sinn für ganz viele, die so spontan einfach mal schnell was anspielen wollen. Ne? Richtig. Also dieser ganze Download und so weiter, das fällt natürlich weg, hast du nicht mehr. Es ist ja wirklich wie, also das ist auch das Versprechen und das halten sie, soweit ich sehen kann, auch durchweg ein. Du setzt dich hin, drückst einen Knopf und bist im Spiel. Aber es ist ja irre, weil wenn du spielen willst, du hast ja Eingaben, ne? Also du hast eine Maus, eine Tastatur oder einen Controller und die Signale von dem muss ja eigentlich erst dann an das Rechenzentrum von Google oder wem auch immer erstmal hin, ne? Ja, also du hast, du kriegst auch Anzeigen, wie schnell ist das und so. Und die haben dann auch Load-Latency-Modi. Also da sind ja noch ein paar mehr Probleme als die Eingaben zu bewältigen. Da kommen wir gleich drauf auf den technischen Teil, der vielleicht auch für Studenten interessant ist. Was man da eigentlich für Probleme lösen muss. Aber es gibt ja die Physik und die Lichtgeschwindigkeit in Lichtleitern oder in Kabeln, die ist ja ein bisschen langsamer als im Vakuum. Und da hat man ja das Problem, dass man einfach ein Rechenzentrum in seiner Nähe braucht, damit man es nicht merkt. Und ich kann jetzt sagen, also wenn ich spiele, dann kann ich mir die Latenz einblenden lassen und die ist irgendwas bei 24 Millisekunden. Zum Vergleich, wir reden ja jetzt gerade miteinander und wir haben jetzt irgendwas um die 60 Millisekunden, zeigt mir hier Studio Link an. Unter uns beiden. Also das heißt, eine Roundtrip-Zeit von 24 Millisekunden ist schon gar nicht so schlecht. Und ich kann jetzt von mir sagen, ich bin jetzt nicht... Also bei Ego-Shootern merkt man es, aber sonst nie. Also bei den Sachen, die ich spiele, merkt man es nicht. Bei Cyberpunk habe ich es nie gemerkt. Okay. Also im Grunde würde ich jetzt sagen, bei allen Spielen, die man alternativ mit einem Gamepad spielen würde, wirst du es nicht merken.
Okay. Also vermutlich ist deine Gamepad-Latenz in Hardware auch schon so, dass du da irgendwas merken würdest normalerweise, wenn das so ein Wireless-Gamepad ist. Aber die Idee ist halt wirklich, Spiele auch so dann anzubieten und tatsächlich so wie Streaming zur Verfügung zu stellen. Einmal natürlich, indem du da irgendwelche Abos abschließt. Aber, und das ist bei Google Stadia die Besonderheit, da bezahlst du für das Spiel. Mhm. Also du kannst dir ein Spiel bei denen kaufen, bei Google, und dann kannst du das spielen ohne weitere Abo-Gebühren bis zu einer bestimmten Qualitätsstufe. Mhm. Ich glaube, Full HD oder so kannst du da einfach so viel spielen, wie du tragen kannst, wenn du ein Spiel kaufst bei denen. Wenn du 4K willst, dann kannst du ein Abo abschließen. Und gibt es auch noch extra Hardware für und hast du nicht gesehen. Das Stadia hatte dann aber die Features und die Spiele nicht so, wie ich sie wollte. Habe ich also weitergeguckt, bin zu GeForce Now. Und bei denen ist das Konzept ein bisschen ein anderes. Die verkaufen dir keine Spiele. Die verkaufen dir einfach von Anfang an. Entweder ist das immer kostenlos. Also GeForce Now hat den Vorteil, du kannst das jetzt auch ohne irgendwas zu bezahlen einfach benutzen. Kannst dich da einfach anmelden und kannst spielen. Kommst dann halt unter Umständen, je nachdem, was für ein Spiel das ist, in eine Warteschlange. Und jetzt wirst du fragen, ja, aber wer bezahlt denn dann für das Spiel, ne? Ja. Das machst du bringst es mit. Du kannst dich nämlich sowohl bei Epic als auch bei Steam, kannst du dich, oder bei Ubisoft zum Beispiel, kannst du dich da einfach anmelden in dem Client von GeForce Now. Und die benutzen dann die Spiele, die du gekauft hast. Ja. Also du hast die Lizenz gekauft, du bringst die Lizenz mit und die bringen die Umgebung mit. Das heißt, die Spiele, die ich da schon drin habe, kann ich dann wahrscheinlich auf GeForce Now spielen. Die sie da freigeben. Und zwar ist das ein Opt-in. Okay. Also die hatten ganz am Anfang, als sie gestartet sind, haben sie einfach mal alle Spiele, die du in der Library hast, freigeschaltet gehabt. Ja. Bis sie gemerkt haben, dass das manchen Publishern nicht gefällt. Und dass das auch irgendwie ganz schön viel Arbeit macht, weil manche Spiele halt einfach irgendwie zickig sind und das doof finden, wenn sie da irgendwo in der Cloud gerendert werden. Und da haben die gewechselt auf dieses Opt-in-Format, was dann praktisch bedeutet, dass du als Publisher sagen musst, ich möchte, dass das Spiel dann da verfügbar wird. Und das ist für eine große Zahl ist das schon gegeben. Also da gibt es auch kuratierte Listen auf Steam zum Beispiel, welche Spiele dann da spielen können. Cyberpunk war eins davon. Und weil das ein Dienst von Nvidia ist, gibt es auch bei der Gelegenheit gleich die neuesten Raytracing-Features. Die gibt es bei den anderen nämlich nicht. Ja. Okay. Und neueste Raytracing-Features, da war ich ganz ohr. Habe ich mir sozusagen da dieses, noch hier so einen Gründer-Abo oder so geschossen. Das kostet mich, ich glaube jetzt $30 im halben Jahr. Irgendwie sowas. Also nicht Rede wert. Dafür habe ich ein Raytracing. Also was kann ich machen? Ich konnte Cyberpunk auf Full HD, weil mehr konnten die bis dahin nicht, mit allen Einstellungen auf Ultra und Raytracing auf an und schön und bunt spielen und habe das auch über Weihnachten, vorletztes Weihnachten dann komplett durchgespielt über Streaming. Und das hat, also ich wüsste nicht, wie ich das anders hätte spielen sollen, weil das lief ja selbst auf modernen PCs, die damals konnten die Grafikkarten nicht geliefert werden, also du hast ja keine gekriegt, kriegst ja immer noch nicht zum Teil. Ja, immer noch nicht. Ne? Auf Konsolen lief es überhaupt gar nicht so schlimm, dass es sozusagen auch wieder aus dem Verkauf genommen wurde, das Cyberpunk. Und ich habe es auf PC sozusagen über die Cloud gestreamt, gespielt und das lief super. Ich habe keine Probleme gehabt, ich habe das ganze Ding durchgespielt und es war ein Fest. Es ist auch ein super Spiel. Das updatet sich für dich automatisch, du musst dich um nichts kümmern. Diese teilweise riesige Downloads, wie du schon gesagt hast, ist einfach Full Service. Du klickst auf einen Knopf, hast in einem Menü und dann kannst du das machen. Das ist wunderbar. Dann habe ich jetzt immer Spiele auch noch danach ausgesucht und gekauft, dass die da verfügbar sind. Okay. Und das funktioniert super. Funktioniert so super, dass du es am PC kannst du spielen mit Tastatur und Maus. Das läuft auf meinem iPad mit einem Controller, wenn ich will. Das läuft auf dem iPhone. Ich habe da so einen Clip-on-Ding, das letzte Mal ja schon erzählt, gekauft. Da habe ich dann sozusagen einen PlayStation 4-Controller. Und da kann ich mein iPhone dran klippen. Und das kannst du dann spielen. Das geht dann, die Latenz ist auch über WLAN so, dass du das einfach spielen kannst. Also ich habe gerade mal geschaut. Also es gibt ja das GeForce Now, PlayStation Now.
Also PlayStation bietet oder will sowas anbieten. Google startet ja. Ich glaube, da hat man ja am meisten mitbekommen am Anfang, dass es das gab. Ne? Genau. Oder da wurde am meisten dann das breit getreten in den Medien. Microsoft hat sowas mit xCloud, wobei ich nicht weiß, ob es das schon gibt. Doch, seit 2020. Das gibt es schon, ja. Dann Vortex steht in der Liste noch drin. Da kannst du zum Beispiel auch GTA 5 spielen, muss aber vorher auf Steam gekauft werden. Mhm. Blade Shadow habe ich noch nie vorher gehört, ist aber auch ein Dienst, den es da entsprechend gibt. Shadow habe ich auch noch auf der Liste gehabt, genau. Zum Erzählen. Project Atlas von Electronic Arts, wobei die jetzt zum Beispiel auch in dem Game Pass von Microsoft mit drin hängen. Amazon hat so einen Dienst mit Amazon Luna. Ah ja, genau, Amazon habe ich den schon vergessen. Blacknut, der das auch kann. Und dann gab es wohl noch Magenta Gaming. Hm. Magenta klingt mir nach Telekom. Der aber wohl eingestellt wurde, der Dienst. Mhm. Ja, also angekündigt und eingestellt. Ja, war dann so. Also aktuell, Januar, ich lese es da gerade, Januar 2022. Ja. Also jetzt quasi tagesaktuell in den vergangenen Tagen wurde da angekündigt, dass es ab dem 26. Februar keine Abos mehr gibt, die alle entsprechend auslaufen. Also wer bei Magenta Gaming ist, wird da wahrscheinlich eine E-Mail entsprechend bekommen. Ja. Schade eigentlich, weil das war ja dann wahrscheinlich der einzige deutsche Anbieter. Ja, die haben alle so ein bisschen andere Geschäftsmodelle, ja. Genau. Ja. Und der ein oder andere scheitert dann halt auch krachend. Mhm. Also Shadow zum Beispiel kenne ich jetzt auch noch. Vortex kannte ich jetzt nicht, kann ich mir auch mal angucken. Shadow ist es halt tatsächlich so, die betreiben tatsächlich einen Computer für dich, sind jetzt letztes Jahr auch mal pleite gegangen, dann aufgekauft worden, haben die Preise verdoppelt und so Späßchen gemacht. Okay. Haben auch keine so taufrische Hardware mehr aktuell. Also die haben auch zum Beispiel keine Raytracing-Funktionalitäten drin in ihren Grafikkarten, die sie da verbauen. Aber tatsächlich ist es so, wie du sagst, ich könnte jetzt auch meinen GTA 5 dort laufen lassen auf so einem PC von denen. Mhm. Ich glaube, bei Shadow sind das 30 Euro im Monat ungefähr. Hat aber den Nachteil, dann habe ich diese ganze Audio-Routing-Problematik dann wieder, ne? Weil du musst ja dann dein Audio nicht nur da einmal hin und wieder zurückbringen, sondern da ist ja dann mehr Infrastruktur gefragt, wenn du das Zeug dann streamen willst. Also das klingt nach einer spannenden Alternative. Ich habe mich da jetzt wenig drum gekümmert in den letzten Wochen, Monaten. Also das Spielen liegt so ein bisschen brach. Und außer der Switch, weil die eben mitgenommen werden kann, schnell eingeschaltet ist und inzwischen auch der Nachwuchs auf der Switch spielt. Aber was es eben seit kurzem gibt, ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast, dieses Xbox All Access, da bekommst du im Prinzip den Ultimate, den Xbox Game Pass Ultimate. Also wo quasi alle Spiele von Microsoft und auch Electronic Arts mit drin sind oder viele von den Spielen mit drin sind. Und jetzt kommt der Clou, du bekommst da auch eine Xbox. Im Prinzip auf Raten das Ganze, ich glaube das ist ab 25 Euro oder so, kriegst die aktuelle Xbox. Im Prinzip wird die abbezahlt. Ich glaube, jetzt möchte ich mich da nicht, keine falschen Informationen verbreiten, aber du bekommst eine Xbox Series S und ich glaube, die gehört dir am Ende auch. Also im Prinzip finanzierst du das Teil. Da ist der Game Pass drin. Ich glaube, der kostet eh schon so um die 15 Euro. Also zahlst du noch, ist ähnlich wie das bei den Handys war früher. Ne? Also hast ein Handy auf Raten gekauft und das machen die dann eben auch. Schließt halt auf 2 Jahre ab und hast die Hardware. Das habe ich mir vor kurzem angeschaut. Ganz einfach aus dem Grund, weil diese Xbox-Hardware für mich inzwischen zu schnell rauskommt. Also, ja, oder man kriegt sie ursprünglich nicht. Oder man kriegt sie nicht, ne? Genau. Aber ursprünglich war ja dieser Lebenszyklus von den Konsolen viel, viel länger. Ne? Also ich glaube auf 7 Jahre meistens, ja. 7, 8 Jahre, ja, also fast wie Automobilindustrie, ne? Mit einem Facelift nach 4 Jahren. Das war ja bei den Konsolen genauso. Und dann war vor ein paar Jahren der Zeitpunkt, wo sie viel schneller diese Boxen rausgebracht haben. Ne? Also nach der Xbox One, dann kam die X, dann weiß ich nicht, dann kam... Ich ja, das war der Grund, warum ich die nicht mehr gekauft habe. Überblick verloren. Also nach der One war das, also ich habe quasi fast, nachdem ich eine Box gekauft habe, kam schon fast die nächste wieder raus. Ne? Und irgendwann ist es nämlich bei 500, 600 Euro auch ein Invest, den du da tätigst. Und von daher ist es eigentlich ganz interessant, dass du so ein Ding im Prinzip auf Raten kaufst und dann halt später vielleicht auch eine neue Box bekommst. Also ich vermute momentan, dass so im Detail funktioniert. Auch hier möge man den Dilettantismus
Ja, das ist ja zur Perfektion hier. Genau. Aber man kann das nachlesen in den FAQs, für die, die es interessiert. Also das war eben so ein Abo-Modell. Aber eben das, ich brauche gar keine Hardware da, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr spannend. Vor allem, wenn du nur ab und zu mal zockst. Ne? Also wenn du da nicht alle paar Tage mal was anwirfst oder Wochen mal was anwirfst, ist das gar nicht so schlecht. Frage, braucht man da ein Abo oder kann man da einfach auch mal was zocken bei diesen bei Nvidia Cloud, GeForce Now brauchst du kein Abo. Genau. Kannst du einfach kein hingehen Abo, und ja, kannst ja deinen Account mitbringen. Ein Spiel, ja. Ich habe schon mal geschaut, was dir gefallen könnte. Du spielst ja Elite, oder? Ja, ja, genau. Was gibt's da? Das ich habe Elite da drin gespielt, ja, auf mit Maximum und alles. Und oh, super. Weil das auf dem Gaming-Laptop ist ungefähr so, als hebt das Laptop gleich als ja, Raumschiff kann ich mir vorstellen. Also, aber nee, geht. Maximal Drehzahl der Lüfter. Elite Dangerous, ich habe gespielt. Ja. Control habe ich auf dem Ding durchgespielt. Mhm. Alles in alles auf Maximum sozusagen. Okay. Guardians of the Galaxy jetzt habe ich gespielt. Kena, was habe ich noch vor kurzem? Was könnte dir noch gefallen? Also Ego-Shooter ja, gefallen mit dir dem, nicht. Mit dem, Star mit, Trek gibt es da? Ja, mit dem Elite hast du mich eigentlich schon, ne? Also weil, das Elite halt in voll Montur lief, ne? Das ist geil. Der Punkt, weil wenn du dir anguckst, was da grafisch drin steckt, also die Xbox ist eigentlich von der Grafik her sehr, da geht viel mehr. Das siehst du, wenn du die PC-Grafiken siehst. Da ist aber das Problem, diese Rechner, die das wirklich in höchster Qualität und Detailgrad etc. schaffen, das kann sie dir kaum hinstellen. Ja, genau. Und deswegen stelle ich den ins Rechenzentrum. Tatsächlich ist es dieses All Access, ich sehe das ehrlich gesagt als Problem, dass ich nachher so eine Box hier stehen habe. Warum machen sie denn die Box nicht in irgendein Rechenzentrum und lassen mich dann das streamen? Also seitdem ich das jetzt habe, ich sehe das nicht mehr, dass ich mir Hardware kaufe. Ich muss das testen oder ausprobieren, weil ich glaube, das ist das gleiche Phänomen wie Filme. Ja, ne? Also früher war ja, der Klassiker früher war ja diese DVD-Sammlung, die du überall hattest. Da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Und ich glaube, dieser Schritt weg von dem Materiellen, ne, dass du wirklich akzeptierst, ich brauche nicht den Datenträger, sondern ich. Du hast ihn ja eh nicht. Du hast das Spiel ja sowieso irgendwo in der Wolke gekauft. Also, ja. Death Stranding ist noch, genau, das ist mir gerade noch aufgefallen. Death Stranding zum Beispiel, auch alles in mit Raytracing, hier dieses No Man's Sky, das neueste Update. Ja. Das updatet sich alles automatisch, du hast dann plötzlich die neue Version und es läuft einfach. Okay. Ich muss es angucken und berichten. Noch so ein Zeitfresser, ne? Jetzt war ich gerade. Naja, das nimmt halt einen tatsächlich die Zeit weg. Also ich bin immer frustriert, wenn ich die PlayStation mal anmache und das Erste, was passiert, ist, ich muss irgendwas updaten. Ja. Das gibt's da halt nicht. Das gibt's da einfach nicht. Du klickst und hast sofort, bist sofort im Spiel drin, und es funktioniert einfach. Also ich kann jetzt für mich sagen, es funktioniert einfach. Hängt ein bisschen davon ab, welche Netzwerkanbindung du hast. Da gibt es bestimmt ganz viele Leute, besonders in Deutschland, die eben nicht genug Netzwerkanbindung haben. Ja. Aber so generell. Also ich kann schon sagen, dass das wirklich gut funktioniert. Also wenn man sich das vorstellt, wenn das Latenzproblem gelöst ist, was ich mal gelesen hatte tatsächlich, ist, dass es da, also für Google Stadia, dass da dedizierte Controller gibt, die eben nicht mehr durch den Rechner gehen, ne, sondern die direkt quasi mit dem Netzwerk sprechen. Ja, ja. Hast du damit schon mal dich irgendwie beschäftigt oder hast du gesagt, nee, merkst du eh nicht und ist irrelevant? Ja, also beschäftigt habe ich mich damit und bei Stadia ist es tatsächlich so, dass der Controller gar nicht zu dem Gerät selber eine Verbindung aufbaut, sondern tatsächlich direkt zu dem Server, der diese, also zu der Session, die dann das Bild berechnet. Mhm. Das heißt, das Spiel selber ist einfach ein Hop rausgenommen aus der Gleichung. Ja. Jetzt kann man da philosophieren, ob das wirklich so viel ausmacht. Probier es aus. Ich glaube tatsächlich, also es ist ein Unterschied zu spüren, kommt aufs Spiel an, kommt auf die Tageszeit an. Manchmal hast du es einfach, dass mal ein paar Sachen nachziehen, aber das gibt sich nach wenigen Minuten einfach mal von alleine wieder bei mir, jedenfalls immer. Aber das war nie so, dass ich gesagt hätte, jetzt merke ich das aber irgendwie. Oder jetzt werde ich irgendwie schlechter. Du wirst kein Counter-Strike Weltmeister damit. Also weil es gibt zwar High-Frame-Rate Varianten davon und du kannst die Bitraten hochstellen und du kannst auch mehr Geld ausgeben, dann kriegst du irgendwie doppelte Bildrate und höhere Auflösung und ich weiß nicht was alles.
Aber unterm Strich, du, diese 24 Millisekunden, die wirst du halt nicht aus der Welt schaffen. Das ist halt einfach Physik am Ende. Aber das hat mich bislang tatsächlich, ich habe das nicht gemerkt. Wie gesagt, die Spiele, also auch Elite, du wirst es nicht merken. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich hab auch nochmal, also Battlefield oder so gespielt. Na klar, reist du dann, macht es einen Unterschied, ob du das lokal hast oder nicht. Ja. Aber Spaß macht es trotzdem. Und also ich hab da keine Probleme gesehen. Kompetitive Spiele würde ich jetzt nicht über die Cloud spielen. Aber Major eh nicht. Also für mich, ich bin da quasi gar nicht die Zielgruppe für. Für mich ist das die perfekte Lösung eines Problems, das ich tatsächlich hatte, einfach komplett abgeschnitten zu sein von einer ganzen Generation von Spielen. Und das ist einfach was anderes, wenn du das Zeug halt in Bester, in Ultra, du stellst halt alles auf Ultra. Das hast du, das habe ich mit meinem PC nicht. Das ist einfach nicht so. Da ist Ja, nicht mal Halbdampf irgendwie gut. vor allem in Zeiten, wo du eh keine Grafikkarten Genau, bekommst. genau. Ich habe gerade mal geschaut, es gibt von GeForce gibt es einen Controller, aber von Nvidia, die haben Es gibt Shield, du doch kannst das Nvidia Shield genau kaufen. Shield, genau in Nvidia Shield, beziehungsweise GeForce Now, da werden einfach ein paar Controller, Ja, nimmst Backbone, das. Razer, Genau, dann nimmst dann also einfach den Controller, irgendwas, den du hast. Ich benutze ja. PlayStation Controller, das funktioniert super. Oder Ja. die Tastatur und die Maus, wenn ich am PC spiele. Das heißt aber eigentlich müsste auch ein Xbox-Controller Ja, funktionieren. Da klar, gibt es einen natürlich. Adapter, ne, für den Rechner, müsste ja auch gehen. Also von daher. Na, kommt drauf an, wenn es ein ganz neuer ist, ist der eh Bluetooth, ne? Ich habe auch so einen Adapter noch von meinen ganzen alten. Ich habe Ja, keinen Xbox ich muss mal 360-Controller, gibt es einen überlegen. Adapter? Nee, nee, den aktuellen, den ich habe, habe ich tatsächlich noch so einen Xbox-Adapter. Aber das funktioniert, ne? Das ist ja Ja, alles da. das Windows ist Also das einfach ist eigentlich erkannt und fertig. gar kein Thema, ne? Steckst da rein. Also sehr spannend, muss ich unbedingt mal probieren. Und du wirst ja dann auch mit deiner Bibliothek, also du machst ja da halt diesen Account, dann meldest du dich Ja. an, kostet alles erstmal gar nichts, und dann meldest du dich mit Steam Credentials damit an, also verheiratest das GeForce Now mit Ja, Steam ja. und dann tauchen da deine Spiele auf. Okay. Und dann kannst du einfach klicken und Ja. spielst. Und Kann sein, spielen. wenn du nichts dafür bezahlst, dann haben sie eine, Ja. dann nimmst du quasi wirklich nur die Überkapazitäten Ja. denen ab und da ist, glaube ich, ein Spielzeitlimit, 1, 2 Stunden oder so. Eine Stunde, Eine genau. Stunde. Das, also Spielzeitlimit, aber ganz ehrlich, also je nach privaten Umständen hast du eh nicht mehr als eine Stunde Zeit. Ja, Also genau. wenn ich stand, also wie du schreibst oder sagst, ne, also wenn ich die Xbox Stand heute einschalte, dann macht den Update, dann muss das Game noch mit ein paar Gigabyte geupdatet werden und dann ist meine Spielzeit um. Ne? Und das Spiel war noch nicht mal gestartet. Das ist übrigens ein Grund, warum bei mir Red Dead Redemption 2 immer noch nicht durchgespielt ist, weil die Updates immer länger gedauert haben als zocken. Ja, okay, das dauert auch Na, also ewig. das. Aber was halt auch geht, das habe ich auch probiert. Ich habe Twitch-Stream gemacht und habe das Ja. Spiel halt gespielt. Ich habe jetzt quasi den Also Stream des den Spiels Stream wieder gestreamt. rausgestreamt. Mit Overlay und dem ganzen Ja, Gequatsche von mir ja. dazu. Aber insgesamt, das ist schon irgendwie, das geht. Kannst du machen, kann man machen. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Kommt jetzt und ja, Stadia ist wahrscheinlich, kommt drauf an, was man für Features will und welche Spiele man haben will. Ist halt. Benutzen halt eine andere Technik. Also innen Ja. drin ist es halt erstaunlich. Du musst da überlegen, die müssen ja ein hoch aufgelöstes Bild erstmal berechnen, dann müssen sie es packen und dann müssen sie es dir schicken, wieder entpacken und anzeigen. Und das dann halt einfach 60 Mal in der Sekunde, ohne, also in 24 Millisekunden Latenz. Genau, plus deine Eingabe, die musst ja wieder zurück. Ja, also Roundtrip, 24 Millisekunden ist das, schon Roundtrip. ja. Also ist ja schon hin Ja, und aber. zurück. Das ist wirklich irre. Die haben auch natürlich, ah ja, das ist auch noch eines der Versprechen der Vision, das wollte ich, habe ich vorhin noch vergessen. Die sagen natürlich, da gehen ja dann noch ganz andere Sachen. Also heute haben wir ja Computerspiele, Battlefield, weiß ich nicht, oder solche Ego-Shooter. Da hast du 100 Leute, die in einer Session miteinander spielen können. Und dann ist halt einfach Server und Client, am Ende. Ja. Wenn wir jetzt von den ganzen Spielern nur noch das Bild zu den Spielern bringen und die Eingaben zum Ja. Server, dann und zwischen diesen einzelnen Spieleinstanzen sind dann einfach, ist dann einfach, weiß ich nicht, mehrfach Gigabit und schnellere Rechner, möglichst im selben Rechenzentrum die ganzen, dann haben wir diese 100er-Grenze gar nicht mehr.
dann können wir plötzlich 1000 oder 10.000 Spieler in einer Welt haben, weil das halt im selben Rechenzentrum mit dedizierter Hardware passiert, statt über irgendwelche nicht deterministischen Internetverbindungen. Und das ist dann schon was, wo ich dann sage, wow, das ist dann schon echt krass. Also das ist dann eine Vision, hinter die ich mich auch stellen kann, das würde ich gerne mal sehen. Das ist technisch interessant. Also genauso wie das überhaupt technisch interessant ist, dass du scheinbar diese ganzen Grafikkarten so verwursten kannst, so virtualisieren kannst, dass du da einfach irgendwie auf Rechenzentren spezialisierter Hardware Spiele streamen kannst in der Bildqualität und Tonqualität. Genau. Ja, dann haben wir den Themenkomplex mit so einer kleinen Hausaufgabe sozusagen hinter uns gebracht, weil ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Ich werde es definitiv mal ausprobieren und jetzt mache ich natürlich total Kirre. Ich möchte gern wissen, was für eine Hardware da tatsächlich dahinter steht. Also das. Ah ja, kannst du ja machen. Also du kriegst ja tatsächlich ein Steam-Interface, da kannst du einfach rechts klicken und kannst dir ja die Steam-Hardware-Übersicht anzeigen lassen, was dein Rechner. Also gibt's ja diesen Report. Und dann zeigt er dir an, welche Hardware da gerade drauf läuft. Bei Nvidia kannst du auch mit Steuerung Shift F6, glaube ich, kannst du auch im Spiel dann so einen Overlay einblenden und da steht dann drauf, was für eine Grafikchip du da gerade gekriegt hast und wie viel CPUs und wie viel RAM und so ein Zeug. Und das ist teilweise, also für Cyberpunk zum Beispiel, haben die da auch zwischendrin mal die Hardware dann gewechselt, irgendwelche 6-Kerner zu 4-Kernern gemacht, dann irgendwelche Grafikkarten, also dann 2080 oder 2060 oder so. Ich lese da gerade ein bisschen nebenbei noch vom Aufbau her, Enterprise SSDs, Assassin's Creed Odyssey startet innerhalb von 6 Sekunden, im Gegensatz dazu braucht Xbox One X für das gleiche Spiel mit der normalen HD 24 Sekunden, bis es startet. Na, also das ist schon mal irre. Das passiert übrigens auch witzigerweise manchmal, dass die Version im Spiel noch nicht geupdatet ist oder so. Also, dass du auf einen Server oder eine Instanz rauskommst, die noch kein Update gekriegt hat. Dann downloaden teilweise Spiele selber. Also bei Ubisoft, dem Ubisoft-Launcher, haben dann einfach Spiele bei mir erstmal runterladen müssen. Das ist dann schon interessant zu sehen, wenn du damit 660 Megabyte in der Sekunde runterlädst. Weil das ziehen die ja dann wahrscheinlich alles innerhalb des Rechenzentrums. Und bei, wie hieß denn dieses eine Unterwasserspiel? Ist ja wurscht. Da geht so ein Browser auf am Anfang. Da hast du dann einen Internet Explorer vor der Nase und ich konnte natürlich nicht widerstehen und habe einfach mal einen Speedtest laufen lassen. Also hast du dann halt echt Gigabit, mehrfach Gigabit, 3-4 Gigabit Uplink, hoch und runter. Auf dieser virtuellen Instanz, auf der du da spielst. Ich schaue gerade, also vergleichbar, was bei, das ist Google Stadia, was da läuft, vergleichbar wäre eine Radeon RX Vega 56 Karte mit 10,5 Teraflops. Ja, leider ohne Raytracing an der Stelle. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt, weil ich weiß nicht, wie viele Spiele du schon mit Raytracing mal gespielt hast. Das ist was anderes. Rein von dem, also das Licht in solchen Spielen ist was anderes. Ja. Cyberpunk sieht anders aus, aber das gibt es noch mittlerweile echt viele Beispiele dafür, für Spiele, wo die Bildqualität dann einfach eine andere ist. Und das fand ich schade, deswegen habe ich mir gesagt, hätte ich gerne, wenn ich da schon für bezahle. Und du hättest ja für alle musste bezahlen. Bei Stadia gibt es auch so einen Abo-Dienst, glaube ich, da kriegst du Spiele geschenkt regelmäßig. Spannende Geschichte. Muss definitiv getestet werden. Genau. So, Daniel, ich glaube, wir müssen Schluss machen. Ich glaube, ich muss schnell zurück. Es wird rapide dunkel hier. Und mal hier GeForce Now ausprobieren. Ja, so mach das. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Das muss ich testen. Ich muss noch Abgaben kontrollieren. Aber also alle, die das hören, es kann jetzt 1-2 Tage länger dauern, weil ich denke, ich muss mal spielen heute Abend. Ich weiß gar nicht, heute ist Dienstag. Ich glaube, das streamt auch die Pandoria nicht. Deswegen mal gucken. Ja. Dann wünsche ich dir einen erfolgreichen Abend, dass du es schön ausprobierst. Ich bin echt gespannt, was du zur Elite sagst und schick Screenshots. Auf jeden Fall mache ich's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.